Zieren, gleich dazu mehr. Und zweitens, weil das alles hier ein bisschen anders aussieht, als wir es ursprünglich uns vorgestellt hatten, nämlich Hybrid. Wir sind zum Teil analog und zum Teil digital. Und deswegen erstmal ein paar Worte zur Technik. Auch wenn Sie nicht alle persönlich bei uns sein können, wollen wir die heutige Diskussion möglichst interaktiv gestalten. Wie Sie sehen, haben wir ein paar Gäste auch live bei uns hier im Studio. Gleich stelle ich sie vor. Nachher werden wir zwei weiteren Gäste zuschalten. Und wir wollen unbedingt von Ihnen, von unserem Online-Publikum auch hören. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit während der Diskussion Ihre Fragen zu stellen. Diese werden in zwei Blöcken, zwei Gesprächsrunden uns dann zugeführt. Wir werden zuerst sprechen über die politische Bildung und ihre Rolle sowie über die Demokratie. Und in einer zweiten Gesprächsrunde sprechen wir über Nachhaltigkeit und Europa. Und zu all diesen Themen können Sie sehr gerne Fragen stellen, und zwar über eine Plattform, die Ihnen gleich vorgestellt wird von meinem Co-Moderator Dirk Hulverscheid, den ich jetzt sehr gerne vorstelle. Aus Köln zugeschaltet ist der Moderator und Transformation-Begleiter sowie Partner bei der Firma Virtual Collaboration Works. Und nun übergebe ich an Dirk, damit er erklären kann, wie die Technologie funktioniert. Dirk, bitte. Vielen Dank, Melinda. Herzlich willkommen an alle, die uns gerade zuschauen. Und um die, nach Möglichkeit, das möglichst interaktiv zu gestalten und den Input und die Fragen von allen für die Panelisten einzusammeln, nutzen wir ein Online-Tool, das heißt Mentimeter.com. Vielen wird es wahrscheinlich schon bekannt sein. Ich würde es ganz gerne zu Beginn einmal kurz üben. Und zwar haben wir eine kleine Beispielabfrage gemacht, die heißt, die Corona-Krise eine Chance oder ein Risiko für die politische Bildung oder Demokratie. Und da wären wir natürlich interessiert, wie jeder von Ihnen das eher als Chance oder als Risiko aufgreift. Und die Vorgehensweise ist, dass Sie ein Telefon, ein iPad oder ein Browserfenster aufmachen und die Webseite menti.com eingeben und dann entweder den Link klicken, der in den Channels und in der Einladung verbreitet worden ist, oder wenn schnell gehen soll, einfach dann den Code 7981 eintippen. Und dann sollte ein Fenster auftauchen, wo Sie auswählen können, eher Chance oder Risiko. Während wir dann die Ergebnisse einsammeln, wird Melinda schon mal weiterführen, und zwischendurch können wir dann die Ergebnisse dann einspielen. Und wir werden das Gleiche auch nutzen, wenn wir in der Panel-Diskussion sind, dass über den gleichen Link, über die gleiche Webseite, menti.com, mit diesem Code, Sie die Fragen an die einzelnen Panel-Teilnehmer stellen können. Wir werden die Fragen dann verdichten, ein bisschen sortieren und dann immer an Melinda als Moderatorin weiterspielen und so gucken, dass eben halt nach Möglichkeit eine sehr teilnehmerzentrierte Diskussion zustande kommt. Zurück nach Berlin. Vielen Dank, lieber Dirk. Und wir sind sehr gespannt, wie Sie im Publikum auf diese Frage antworten. Eher Chance, eher Risiko. Natürlich kann es auch beides sein, aber wir möchten gerne hören, wie Sie es sehen. Und nun wollen wir starten mit einem Grußwort von dem Organisator des heutigen Kickoffs. Er ist auch Koordinator der NISI-Initiative. Ich freue mich sehr, das Wort an BPB-Projektleiter Christoph Müller-Hofstede zu übergeben. Bitte, Christoph. Vielen Dank, Melinda Crane. Vielen Dank, Dirk Hulverscheid, für die Begrüßung und die technische Einführung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem analogen digitalen Dialog. Und ich freue mich besonders, dass Sie heute dabei sind, denn wir starten heute etwas ganz Spezielles, nämlich, Melinda Crane hat es schon kurz erwähnt, einen digitalen Campus unseres europäischen Bildungsnetzwerks NISI. Von heute an bis
Zu Ende Oktober bereiten wir unsere internationale Konferenz, die dann im November, vom 4. bis 5. November in Berlin stattfinden wird, mit vielen Partnern aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, aber auch aus anderen Teilen der Welt vor. Das macht jetzt der digitale Raum möglich, nämlich sich öfter und über Grenzen hinweg zu sehen als sonst. Und auf diesem Campus mit seinen vielen Angeboten, Webinaren, Lectures, mit einem großen Barcamp, an dem Sie sich beteiligen können, aber auch mit Angeboten zum Training, was virtuelle Tools im digitalen Raum angeht, mit vielen Formaten, Projektvorstellungen, können Sie sich gerne beteiligen. Alle Fragen, alle Projekte, die wir dort vorstellen werden, werden sich immer wieder um eine Frage drehen, die auch heute hier in dieser Diskussion eine Rolle spielen wird. Und sie lautet ganz einfach: Was kann und soll und muss die politische Bildung zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen? Wo wollen wir eigentlich hin in den 20er Jahren, die so fulminant begonnen haben? Und wie werden wir uns künftig verbinden in einer postpandemischen Welt, wie es so schön heißt? Daher laden wir Sie ein, lassen Sie uns gemeinsam über aktuelle und zukünftige Krisen nachdenken und auch über die Chancen, wie wir sie wohl meistern können. Ein letztes Wort noch. Am 1. Juli, also in nur sehr wenigen Tagen, übernimmt Deutschland den Vorsitz der Europäischen Union, die EU-Ratspräsidentschaft. Und viele Erwartungen, nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europas, richten sich an diese entscheidende Zeit, in dem Deutschland die Ratspräsidentschaft innehat. Das heißt, auch nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland wird noch einmal zu einem interessanten und wichtigen politischen Raum. Und auch deshalb wollen wir mit unserer Initiative dazu beitragen, dass die Stimmen und Ideen der Bürgergesellschaft gehört werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und ich freue mich, dass wir Sie heute hier mit diesem tollen Kick-off einladen können, dabei zu sein. Seien Sie nicht nur heute dabei, sondern auch in den nächsten Monaten. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph Müller-Hofstädter. Und wie wir gerade von Christoph gehört haben, sind wir überzeugt, dass politische Bildung eine wichtige Rolle in der Bewältigung der Corona-Krise spielen kann und auch muss. Denn diese Krise ist vielerorts auch eine politische Krise oder hat zumindest weitgehend politische Auswirkungen. Viele Menschen sind durch die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 zutiefst verunsichert. Ungleichheiten verschärfen sich, Bildungsunterschiede nehmen zu und werden auch sichtbarer. Einige autoritäre Politiker nutzen die Pandemie, um Rechtsstaatlichkeit weiter zu unterminieren. Wie kann politische Bildung in dieser Zeit zu Resilienz und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaften beitragen? Das möchte ich nun mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung und Präsidenten des Deutschen Kinderhilfswerkes erörtern. Bitte begrüßen Sie mit mir Thomas Krüger. Ganz schön, dass Sie hier sind, lieber Thomas Krüger. Die Corona-Krise hat die in vielen Gesellschaften bereits vorhandenen Unterschiede und Ungleichheiten, Bildungslücken entblößt und auch verstärkt. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die politische Bildung gerade in dieser Zeit? Also zunächst erstmal muss man sagen, dass die Ungleichheiten relativ unterschiedliche sind, die sich alle überlagern und gegenseitig verstärken. Ich mache ein paar Beispiele. Es gibt soziale Ungleichheiten. Wir haben einen unübersehbaren Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit. Die von der Corona-Krise vor allem Betroffenen sind oft Obdachlose und Geflüchtete. Wir erleben eine Zunahme des Rassismus, trifft insbesondere Menschen asiatischer Herkunft. Das hat auch mit dem Corona-Virus und der Pandemie zu tun. Und schließlich in dem Zusammenhang darf man nicht vergessen, dass nach dem Lockdown
auch die Arbeitskapazitäten in den Haushalten sich komplett neu strukturiert, nicht neu strukturiert, sondern eigentlich eher alt strukturiert haben. Es sind die Frauen gewesen, die Doppelschichten gefahren haben und das Homeschooling und den eigenen Job sozusagen miteinander vereinbaren mussten, was kaum eine Möglichkeit war. Wir haben allerdings durch Umfragen auch mitbekommen, dass Familienväter viel mehr als früher investiert haben in die Heimarbeit. Auch das ist sozusagen ein Zeichen, aber es ist eine gravierende Ungleichheit, die auch hier festzustellen ist. Im Bildungsbereich springt ins Auge, dass diejenigen, die benachteiligt sind, nochmal unter der Corona-Krise zusätzlich leiden. Das kann man an ganz bestimmten Faktoren sehen, beispielsweise daran, dass viele bildungsbenachteiligte Kinder nicht über die Endgeräte verfügen, die jetzt notwendig sind, um das Homeschooling erfolgreich zu realisieren, und dass sie oftmals auch in ihrem Elternhaus viel zu wenig unterstützt werden. Und dann kommt natürlich das ganze Thema der Digitalität dazu. Also ich meine, Menschen im ländlichen Raum, die nicht über den Breitbandausbau der Netze auf ein schnelles Internet zugreifen können, sind benachteiligt, sind sozusagen von Ungleichheit betroffen. Es gibt sozusagen gravierende Ungleichheiten, was Medienkompetenz betrifft. Also das heißt, wir können eine ganze Reihe von Faktoren aufzählen, die Ungleichheiten eher zuspitzen und verstärken. Und politische Bildung muss da reingrätschen und genau diese Herausforderungen beim Schopf packen, aufgreifen und einen Beitrag leisten. Beispielsweise, um das Thema Medienkompetenz aufzugreifen, es geht heute darum, deutlich zu machen, dass politische Bildung immer auch Medienbildung ist, weil es um Teilhabe und Beteiligung geht, ganz konkret. Das war eine tatsächlich lange Liste. Was würden Sie sagen, wo muss sich die politische Bildung jetzt gerade besonders engagieren? Haben Sie da Prioritäten? Also ich glaube, eine Sache ist mit Händen zu greifen. Viele Menschen sind verunsichert und versuchen Erklärungen für diese Situation zu finden. Und dabei gewinnen Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen eine gewisse Relevanz. Zum Glück trifft das nicht auf die Mehrheit der Menschen zu, weil die allermeisten vertrauen auf seriöse Medien. Die Öffentlich-Rechtlichen haben Einschaltquoten wie nie zuvor. Die überregionalen Tageszeitungen erleben wieder eine neue Konjunktur. Eigentlich alles, was sozusagen eher von Krise betroffen war, dreht sich wieder. Aber Verschwörungsmythen sind eine große Herausforderung. Und da kommt es in der politischen Bildung drauf an, deutlich zu machen, wo kommen diese Erzählungen her. Oftmals haben die nämlich keine erste Quelle. Das ist eins der Wesensmerkmale, der Kennzeichen von solchen Verschwörungserzählungen, dass man nicht weiß, wo sie herkommen. Und zum Zweiten ist es wichtig, dass man Instrumente hat, wie beispielsweise, glaub nie nur einer Quelle, such dir eine zweite Quelle, um einen Fakt zu hinterfragen. Also eigentlich journalistische Tugenden, die heute sozusagen jeder Bürger, jede Bürgerin sich aneignen sollte, um eben das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Und ich glaube, dass das sozusagen eine der kardinalen Herausforderungen ist, wo politische Bildung zurzeit Flagge zeigen muss. Sie haben eine von Herausforderungen und Hindernisse aufgezählt, aber gleichzeitig zeigen die antirassistischen Proteste der letzten zwei Wochen, wie stark und aktiv viele Bürgerinnen und Bürger sich gerade zurzeit engagieren wollen. In 1964, als er seinen Nobel-Friedenspreis entgegennahm, sagte Martin Luther King: Jede Krise berge nicht nur Gefahren, sondern auch Möglichkeiten. Wir hatten vorhin diese Frage an das Publikum gerichtet. Ich würde es gerne auch an Sie richten. Sehen Sie zurzeit besondere Chancen für die politische Bildung? Definitiv ja. Also Sie haben es ja eben angesprochen. Die Menschen sind wachgerüttelt durch Ereignisse, und sie lassen sich nicht in den digitalen Raum einsperren, sondern machen von ihren Bürgerrechten Gebrauch, und das ist ermutigend. Ich glaube, dass deshalb Teilhabe, Beteiligung nach wie vor ganz groß geschrieben werden muss, übrigens auch in der politischen Bildung. Das ist eine der Tugenden, die wir uns sozusagen verdeutlichen müssen. Das Zweite ist, dass sich der Blick und der Fokus jetzt in dieser Zeit nochmal darauf richtet, wo eigentlich politische Bildung hin muss. Und dann nenne ich mal ein paar Beispiele. Erstens ist es ganz wichtig, politische Bildung in die Fläche zu bringen. In die Fläche zu bringen meint, dass wir an die Orte gehen, wo politische Bildung eher unterproportional vorkommt, im ländlichen Raum zum Beispiel oder in kleinen Dörfern und Gemeinden, wo Politik oft
in ihrer großen Form nicht hingelangt. Wir haben ein großes Projekt Miteinander reden an den Start gebracht, wo die Bundeszentrale mit 100 verschiedenen Gemeinden und Dörfern unterwegs ist, um dort politische Bildung ganz im Konkreten stattfinden zu lassen. Ein sehr erfolgreiches Projekt. Mit Zusammenhalt durch Teilhabe, einem großen Bundesprogramm, qualifizieren wir Multiplikatoren im ländlichen Raum, die in Verbänden und Vereinen unterwegs sind. Also da kann man eine Menge machen. Das Zweite ist, die Chancen des Digitalen zu nutzen. Man muss oft sehen, auf der einen Seite sieht man zurzeit auch die Grenzen. Also bestimmte Sachen funktionieren einfach nicht. Veranstaltungen kommen an die Grenzen, wenn sie nur digital laufen, weil ein richtiger Streit funktioniert am besten analog, wenn man sich in die Augen gucken kann, wenn man sich herausfordert, wenn man die Argumente versucht zu schärfen und zu hinterfragen. Aber trotzdem sozusagen gibt es auch eine ganze Reihe von Chancen und Möglichkeiten im Digitalen. Ich glaube zum Beispiel, dass viele, die Potenziale von zu Hause arbeiten, von Homeworking, vom Homeoffice wertgeschätzt haben, die werden da nicht mehr hinter zurückfallen wollen. Das heißt, es gibt sozusagen durch die Corona-Krise ausgelöst eine ganze Reihe von Dynamiken, die uns in die Lage versetzen, das Thema Digitalisierung konsequenter voranzutreiben und auch zu schärfen, was wollen wir eigentlich damit und was wollen wir nicht. Ja, und ich glaube, das sind sozusagen zwei konkrete Beispiele, die zeigen, politische Bildung ist heute systemrelevant, ist gefordert in den aktuellen Zusammenhängen und das versuchen wir auch, beispielsweise auch durch die Nutzung neuer digitaler Kanäle. Wir haben jetzt gerade mit einem bekannten Komiker eine Reihe zum Grundgesetz gestartet, Abdel Karim, vielen bekannt, nicht nur aus Social Media und Comedies, sondern auch aus dem Fernsehen, der Heute-Show. Und Abdel Karim erklärt das Grundgesetz und solche Brückenmenschen brauchen wir heute, die eben über die digitalen Kanäle auch ihr Engagement, ihre Werf mit ins Spiel bringen und vielleicht gehen wir gestärkt aus der Corona-Krise hervor, nicht geschwächt. Das wollen wir nun gleich besprechen mit einigen, die in all diesen Bereichen, die Sie zitiert haben, auch arbeiten. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne versuchen, das Ergebnis von der Publikumsfrage am Anfang zu bekommen. Es ist leider nicht über mein iPad gelaufen, aber Dirk spielt es für uns jetzt ein. Und wir sehen, eine relativ geringe Mehrheit sagt doch Chance, aber es gibt auch viele, wie viel werde ich jetzt hoffentlich lesen können? Nicht? Ja, danke schön. 48, die sagen, es ist eher ein Risiko. Also das wollen wir auch nun aufgreifen mit unseren Gästen. Und es sind 5 Gäste, 3 hier mit uns im Studio, 2 zugeschaltet aus Essen. Alle vertreten wichtige NISI-Partner und Unterstützer. Und ich freue mich sehr, Sie nun vorzustellen. Pauline Fröhlich leitet den Programmbereich Zukunft und Demokratie beim Berliner Think Tank, das Progressive Zentrum. Schön, dass Sie da sind. Ralf Füchs ist geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne in Berlin. Zuvor leitete er 21 Jahre lang die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen Partei. Willkommen auch an Sie. Marc-Oliver Pahl ist seit März Generalsekretär des Rats für nachhaltige Entwicklung. Zuvor war er Referatsleiter im nordrhein-westfälischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz. Sehr schön, dass Sie auch bei der Diskussion teilnehmen. Und zugeschaltet aus Essen sind Ann-Kathrin Kaiser. Sie ist Leiterin des Bereichs Europa bei der Stiftung Mercator. Genau, sehr schön. Und Jennifer Hecht. Sie ist Projektmanagerin im Europabereich der Stiftung und zuständig für Projekte im Bereich Jugend und Bildung. Und bevor wir beginnen, nur eine ganz kleine Bitte von mir, weil wir ganz viele Themen haben, die wir diskutieren möchten und nicht ganz so viel Zeit, wäre ich dankbar, wenn Sie Ihre Antworten relativ kurz halten. Dann haben wir auch mehr Zeit für die Publikumsfragen, die hoffentlich auch reinkommen über Mentimeter. Und liebes Online-Publikum, bitte nicht vergessen, dass Sie jederzeit Ihre Fragen stellen können über die Webseite, die Dirk vorhin uns vorgestellt hat.
So, erstmal eine Frage an Sie alle, und zwar, ob Sie auch diese Meinung von Thomas Krüger teilen, dass politische Bildung gerade jetzt besonders wichtig sei. Und wenn ja, was denken Sie, wo muss politische Bildung sich besonders engagieren und wie muss es vielleicht sogar neu gedacht werden? Pauline Fröhlich? Das Erste, an was ich denke, ist tatsächlich, sind die Grundlagen oder die Voraussetzungen für demokratischen Streit oder für Auseinandersetzung innerhalb in einer Demokratie mit unterschiedlichsten Themen. Und mir scheint, dass eine der Voraussetzungen, nämlich Konfliktfähigkeit, häufig mangelt. Und dass es wohl gilt, diese zu trainieren, Konfliktfähigkeit zu trainieren. Das bedeutet zum einen, dass Äußern und Mitteilen von Meinung und zum anderen natürlich nicht nur das Aushalten, sondern auch das Erleben von anderen. Ich glaube, dass in der Debatte, die wir Ende vergangenen Jahres hatten, die fast absurde Frage, ob wir Meinungsfreiheit haben in Deutschland, dass sie sich eigentlich hätte drehen müssen um die Frage, sind wir eigentlich konfliktfähig? So, und Krisenzeiten sind Zeiten, in denen sich Konfliktfähigkeit auszahlt und in denen sich Dinge hochschaukeln. Deswegen alles in allem, ich teile die Einschätzung von Herrn Krüger. Politische Bildung ist sehr gefragt, ist sehr, sehr wichtig und sollte deutlich mehr Beachtung finden. Und ich glaube vor allen Dingen in seinem Fundament, also in der Schulung und der Lust auf Konfliktfähigkeit. Herr Fuchs? Begriff Konfliktfähigkeit als Ziel politischer Bildung gefällt mir gut. Ich würde ihn noch um eine andere Kategorie ergänzen, und das heißt Urteilsfähigkeit. Also die Fähigkeit, sich eine eigene informierte Meinung zu bilden aus einem sehr widersprüchlichen Chaos von Informationen und Meinungen, mit denen wir jeden Tag sagen, konfrontiert sind. Ja, wir leben in einer uneindeutigen Welt. Selbst in der Corona-Krise, wer sich sagen, an der Wissenschaft in Anführungszeichen orientiert hat, war ja erstens mit sehr unterschiedlichen Erkenntnissen von Wissenschaftlern und ihren Schlussfolgerungen konfrontiert. Und zweitens hat er miterlebt oder sie, dass das ein Prozess war, in dem sich auch wissenschaftliche Erkenntnisse verändert und weiterentwickelt sagen, haben. Ja, und das gilt erst recht für das politische Meinungsspektrum, den politischen Meinungskampf. Das Begriff Verschwörungstheorie ist schon gefallen. Also wir sind mit einer großen, nicht nur Vielfalt, sondern Widersprüchlichkeit von Informationen und Auffassungen konfrontiert. Und es kommt entscheidend darauf an, die eigene Orientierungsfähigkeit, den eigenen Kompass auszubilden, damit sich Bürgerinnen und Bürger nicht einfach nur als Objekt, als Opfer von unüberschaubaren Entwicklungen verstehen, sondern als Handelnde, als autonome Subjekte, die eine eigene Position sich bilden und die sich einmischen können in die öffentliche Auseinandersetzung. Das ist für mich auch eine Qualität politischer Bildung, die Befähigung zum Einmischen, ja, zur aktiven Teilnahme an der öffentlichen Auseinandersetzung. Und wir haben so ein paar gegenläufige Tendenzen, so eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Ich würde sagen, einer bequemen Eindeutigkeit, schwarz-weiß, richtig falsch, keine Zwischentöne, keine Grauzonen dazwischen. Und einen zunehmenden Rückzug in politische Stämme oder Weltanschauungsstämme. Ja, man sucht eigentlich nicht mehr den Dialog, man sucht nicht mehr die Auseinandersetzung, sondern es geht nur noch darum, die eigene Position durchzusetzen und man will den anderen möglichst weghaben. So, und das sind gefährliche Tendenzen für demokratische Öffentlichkeit, und da kommt es entscheidend darauf an, eben Dialogfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Streitbarkeit und auch das Aushalten
von Widersprüchen und von Zweideutigkeiten zu trainieren. Gerade diese Sehnsucht nach Schwarz-Weiß ist natürlich etwas, was immer wieder genutzt wird, um das Experimentelle in der Wissenschaft zu diskreditieren. Der Virologe sagte vor 2 Wochen dies und jetzt sagt er was anderes, heißt, der lügt. Und das Gleiche natürlich im Klimabereich. Aber das ist doch genau das Wichtige. Also für mich war eines der spannendsten Sachen, wie die Wissenschaft, also in diesem Fall die Virologen, vorgeführt haben, was Wissenschaft ist. Das geht sozusagen auf sokratische Moment zurück. Ich weiß, dass ich nichts weiß. In dem Augenblick, wo ich meine, etwas zu wissen, stelle ich Fragen danach, dieses Wissen zu überprüfen, komme vielleicht zu anderen Ergebnissen. Und ich finde, das haben wir ja von Tag zu Tag erlebt, dass durch entsprechende Untersuchungen nichts eindeutig ist, sondern ständig einer neuen Überprüfung, einer neuen wissenschaftlichen Begutachtung zu unterziehen ist. Und ich finde, das ist ein toller Befund. Auf der anderen Seite aber ist die Anfälligkeit für Agitation und Propaganda, für die Eindeutigkeit natürlich das große Menetekel, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ich möchte gerne Marc-Oliver Pahl reinbringen, auch mit diesem Thema politische Bildung jetzt, was das bedeutet und was das genau heißt. Ja, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Herr Krüger auch schon angesprochen hat. Eine aus meiner Sicht gesellschaftlich vernachlässigte Problematik ist der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Da ist Deutschland extrem schlecht aufgestellt, obwohl wir uns ja doch unseres Bildungssystems rühmen. Da gibt es ein riesiges Defizit, was wir an die Seite schieben und was jetzt natürlich durch die Corona-Situation verschärft worden ist. Herr Krüger, Sie haben die technischen Zugangsbedingungen genannt, dass die Endgeräte zum Teil gar nicht da sind, aber auch die Frage, wie dann Eltern Kinder in so einer Situation unterstützen können, hängt natürlich davon ab, wie sie selber im Bildungssystem etabliert sind, welche Verantwortungszusammenhänge da sind. Und ich denke, das werden wir jetzt uns noch mal genauer anschauen. Da hat diese Zuspitzung vielleicht jetzt es endlich geschafft, dieses Thema auch wirklich in die politische Debatte reinzubringen. Und aus Nachhaltigkeitssicht bei den globalen Nachhaltigkeitszielen ist das große Leitmotto Leave no one behind, keinen zurücklassen. Ich denke, das gilt jetzt erst recht. Und wenn ich dann die Worte der Kolleginnen und Kollegen aufgreifen darf im Sinne von Konfliktfähigkeit, Einmischungsfähigkeit, hat Ralf Füchs das genannt. Ich denke, wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo wir sehen, es werden Entscheidungen innerhalb kürzester Frist mit großen politischen und finanziellen Folgen getroffen, aber sie werden jetzt potenziell in Hinterzimmerzirkeln getroffen. Und da eben diese Handlungsfähigkeit der Bevölkerung hinzubekommen, das Thema Beteiligung haben Sie angesprochen, Herr Krüger, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das setzt natürlich gerade diese Konfliktfähigkeit, diese Urteilsfähigkeit voraus. Natürlich möglicherweise auch da technische Vorkehrungen, die wir noch treffen müssen, um auch sowas wie eine digitale Demokratie zu ermöglichen. Aber die technischen Fähigkeiten ohne die Einsichtsfähigkeit sind auch nichts wert. Insofern sehe ich in der Tat an dieser Wegschneide, wo wir jetzt stehen, große Chancen, aber auch eine große Verantwortung der politischen Bildung. Und jetzt gehen wir nach Essen und fragen Anne-Kathrin Kaiser und Jennifer Hecht, wie sie das sehen, die politische Bildung jetzt gerade in diesem Moment. Ja, vielen Dank. Erstmal, dass wir digital teilnehmen können und schöne Grüße in die Runde nach Berlin. Wir in der Stiftung Mercator setzen ja sehr stark in unserer Förderung auf den Austausch und die persönliche Begegnung von Menschen. Und das ist natürlich in der jetzigen Situation besonders schwierig. Von daher ist es aber, glaube ich, eben ein Fokus auch jetzt ganz wichtig. Herr Krüger hatte schon den ländlichen Raum und Multiplikatoren genannt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt sind eben auch junge Menschen, gerade aus sozial schwächeren Hintergründen. Und da sehe ich auch eine Chance, weil die jungen Menschen eben mit diesen digitalen sich begegnen, schon sehr viel Erfahrung haben und da einfach ganz anders unterwegs sind. Und so kann man in Zeiten, in denen wir uns ja alle momentan nicht begegnen können, diesen Lehr
diese Lehrstelle auch nutzen, um eben im digitalen Raum Begegnungen über Grenzen in ganz Europa zu ermöglichen und eventuell eben auch Vorstufen sehr niedrigschwellig gerade für junge Menschen herzustellen, um dann später wieder, wenn es wieder möglich ist, eben vielleicht auch eine größere Gruppe an jungen Menschen wieder in richtige Begegnungen zu bringen. Von daher, das Meinungsbild des Publikums, es ist so halb-halb, Chance, Risiko, würde ich gerade bei der Zielgruppe junger Menschen auch sehen. Und da ist, glaube ich, auch sozusagen ein Window of Opportunity für politische Bildung, da mit guten Ideen und Formaten jetzt reinzugehen. Vielleicht ergänzen Sie erstmal, Frau Hecht, und dann hätte ich eine Nachfrage. Ja, ich glaube, das geht genau in die Richtung des Themas Schwarz-Weiß, was auch schon angesprochen wurde, weil Begegnungen mit anderen ja diese Ambiguitätstoleranz eigentlich fördern. Also dieses Erleben von, es ist gar nicht so, wie ich vorher dachte, und andere Meinungen können ja auch ganz andere Hintergründe und Begründungen haben als vorher erwartet. Deswegen, ich glaube, wir müssen es schaffen, auch trotz dieses Lockdown-Gefühls, wobei wir in Deutschland ja eigentlich gar keinen wirklichen Lockdown hatten, da ist es im europäischen Austausch ja dann auch sehr spannend, mit anderen Menschen zu sprechen und dieses Gefühl, dass ich bin für mich alleine zurückgezogen, überwinden zu können. Und dafür müssen wir diese Methoden der politischen Bildung nutzen und vor allem der europapolitischen Bildung, weil es ja auch um das solidarische Europa geht, jetzt gerade in dieser Krise. Aber dazu kommen wir ja, glaube ich, später in der Diskussion auch nochmal zurück. Gerne jetzt noch eine Nachfrage nach Essen. Und zwar, es gab sehr viel Debatte natürlich in den letzten Wochen und lange nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch, ob und wann Kinder wieder in die Schule gehen sollten. Und es wurde betont, zum Beispiel in The Economist Magazin, dass Kinder eigentlich diejenigen sind, die als Erste wieder unter andere Menschen kommen sollten, weil sie a. schnell vergessen, das, was sie schon gelernt haben, b. nicht unbedingt von ihren Eltern das Gleiche an Wissen bekommen, was sie in der Schule von trainierten Lehrern haben, und c. und das ist vielleicht das Wichtigste, auch aus dem sozialen Kontext lernen. Das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion ging darum, dass auch wenn alle Kinder ein bisschen was mit einem Handy schon gemacht haben, sind sie nicht alle gleich, was digitale Fähigkeiten oder digitalen Zugang angeht. Von daher die Frage an Sie, wie sehen Sie es? Sind wir zu langsam mit der Wiedereröffnung von Schulen? Und was muss gedacht werden, gerade bei bildungsfernen Familien? Also, ich glaube, und wir haben 7 Fragen. Was besonders eben jetzt deutlich wird, ist, dass diese digitale Situation jetzt eben die soziale Schere noch weiter aufmacht. Und unabhängig davon, wie weit oder wie schnell wir wieder zurückkommen können, ist das natürlich erstmal ein sehr ernüchterndes Bild in einer Gesellschaft wie Deutschland, wo wir eigentlich schon sehr viel weiter sein müssten. Von daher ist es, glaube ich, jetzt insbesondere, da wir jetzt gesehen haben, dass es so unterschiedlich auch die Infrastruktur oder die Möglichkeiten, die Zugänge zu Hause sind, besonders wichtig, da nachzuholen. Und das ist auch für die Zukunft wichtig, wenn wir wieder sozusagen zurück in die Schulen können. Ob wir sozusagen zu schnell oder zu langsam sind in Deutschland, dazu würde ich persönlich jetzt, also ich glaube, da hat jeder eine persönliche Meinung, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube aber, dass es eben wichtig ist, mit diesem Bewusstsein auch die Schule und gerade auch den nonformalen Bildungsbereich besser auszustatten, weil es eben oftmals nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Fähigkeiten der Lehrenden, der Jugend- und Sozialarbeitenden sind, die da eben eine ganz besonders wichtige Mittlerrolle spielen. Und dann, wenn sie da geschult werden, Herr Krüger hatte ja auch auf sozusagen die Ausbildung der Multiplikatoren schon hingewiesen, wir dann eben besser werden in der Unterstützung der jungen Menschen. Denn sonst haben wir wirklich ein langfristiges Problem und diese Folgen davon, von einer noch weiter auseinandergehenden Schere, werden wir erst dann in einer längeren Zeit in der Zukunft sehen. Und da müssen wir, glaube ich, schon stark jetzt nachholen.
Danke sehr. Frau Hecht, irgendwas zu ergänzen da? Ja, vielleicht ganz praktisch nur, dass das eben auch heißen kann, dass in Projekten vielleicht Kosten, die vorher nicht in Betracht gezogen wurden, wie zum Beispiel, dass Laptops und andere technische Tools für Jugendliche zur Verfügung gestellt werden müssen, die ansonsten eben nicht teilnehmen können, dass wir da vielleicht was weiterdenken sollten, als das früher oder vor Corona der Standard war, um eben diese Schere da zu überwinden. Danke sehr. Ich würde gerne Frau Fröhlich fragen. Ich sehe, dass Sie ein Mikrofon in der Hand haben, Herrn Fuchs, aber ich komme gleich zu Ihnen. Frau Fröhlich, ein bisschen so als Avocado Diavolo. Haben Menschen, die großen gesundheitlichen und oder wirtschaftlichen Sorgen zurzeit haben, haben sie wirklich den freien Kopf und den Willen, sich politisch auf diese Weise zu engagieren? Letztendlich vermag ich das nicht zu beurteilen. Ich kann nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung und meiner Arbeit der letzten Jahre sprechen. Und das ist ein eindeutiges Ja. Wir haben im Progressiven Zentrum vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, und zwar an Berliner sogenannten Brennpunktschulen. Wir haben dort Jugendliche nach ihrem politischen Engagement oder Interessen befragt. Und wir haben herausgefunden, dass die Jugendlichen, die durchaus in ähnlichen Lagen stecken, wie Sie sie gerade skizziert haben, sehr großes Interesse haben an Politik. Sie haben eine sehr große Lust zu gestalten. Und meine Erfahrung aus meinem Ehrenamt bei Kleiner 5, wo ich mit vielen, vielen Menschen in diesem Land gesprochen habe, die in schwierigen Situationen stecken, ist dieselbe. Die Menschen geht es sozioökonomisch eventuell schwer. Das mindert aber nicht das Interesse an politischer Gestaltung, an politischem Interesse mitzumachen, mitzureden, eine Meinung zu haben. Also meine Beurteilung wäre deswegen ein eindeutiges Ja mit dem kleinen Sternchen, dass ich das natürlich repräsentativ nicht weiß. Und haben Sie Bedenken, ob die Solidarität unter Menschen in der Gesellschaft und auch gegenüber Menschen in anderen Ländern, gegenüber Menschen in dem globalen Süden zum Beispiel, eher ab oder zunimmt, wenn ich mir vielleicht über meine eigene wirtschaftliche Lage gerade Sorgen mache? Mein Gefühl in den vergangenen Wochen und Monaten während der Corona-Pandemie war, dass Solidarität sichtbar wird. Sie drückt sich aus anhand von Gesängen auf Balkonen, anhand von Bannern, die man im Hintergrund bei seinem Social-Media-Profil hat, anhand von Unterschriften auf Petitionen oder Ähnlichem. Ich hatte das Gefühl, Solidarität ist vorhanden und sie wird sichtbar, sie ist kreativ und sie schreit und ist laut und global. Sie ist aber auch ungeduldig und fragt, wo materialisiert sie sich? Also als Amerikanerin muss ich sagen, ein Novum an den Protesten, die wir dort gesehen haben in den letzten zwei Wochen, ist tatsächlich die Diversität von den Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Frühere Proteste gegen Polizeigewalt, gegen schwarzen Bürger waren auch zum Teil divers, aber nicht wie jetzt. Das ist wirklich eine neue Entwicklung und würde für Ihre These vielleicht sprechen. Thomas Krüger, Sie wollten vielleicht was sagen? Ja, also es gibt immer eine Habenseite und vielleicht eine Sollseite. Ich glaube, dass die Politik in den letzten Wochen und Monaten eigentlich eher eine Entsolidarisierung herbeigeführt hat, indem man nur nationale Lösungen präsentiert hat. Das haben wir ja in Europa gesehen und ich glaube, das ist eher ein verheerendes Signal gewesen, was die trotzdem zu beobachtende Solidarität über Grenzen hinweg bedeutet. Viele Menschen wollen teilhaben an dem Schicksal von Menschen, die Erlebnisse haben, Erzählungen haben, denen man empathisch gegenübersteht. Aber faktisch ist es so, dass unsere nationalen Lösungen, die wir in der Pandemie überall im politischen Bereich zu beobachten haben, dass die eher ein Erschwernis waren für grenzüberschreitende Solidarität. Und es sozusagen auf jeden Einzelnen zurückgeworfen ist, ob man sich engagiert oder nicht. Und dann ist es natürlich so, wenn du eigene ökonomische Nöte hast, dann versuchst du erstmal dein eigenes Problem zu lösen. Da ist sozusagen, ja, also es ist, ich wollte ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil nur sozusagen quantitativ gesehen ein Schritt nach vorne ist dann nicht zu beobachten, sondern es ist eben auch ein Defizit zu beobachten.
Frau Füchs, ich glaube, Sie wollten was sagen und Herr Paul hat auch. Ich wollte nochmal auf Ihre Frage nach den Schulen und Kindergärten sagen, kurz eingehen, auch aus einer demokratiepolitischen Perspektive. Das ist ja auch die Frage nach unseren Prioritäten. Ja, also die Politik, jedenfalls die bundesdeutsche Politik, in gewissem Maße auch die europäische, sehe ich nicht ganz so negativ wie Thomas Krüger, hat doch, ich würde sagen, eigentlich sehr schnell, relativ klug und entschieden auf diese Krisensituation reagiert. Ja, und es ist ein enormer Budenzauber veranstaltet worden an allen möglichen Maßnahmen, von Aufstockung und des Kurzarbeitergelds über Rettungsprogramme für bestimmte Wirtschaftsbranchen, die Frage, wie die Gastronomie wieder öffnet, unter welchen Bedingungen Bundesligaspiele stattfinden können. Aber über diese Frage der Wiedereröffnung von Kindergärten und Schulen, finde ich, ist eigentlich relativ wenig Aufmerksamkeit. Auf diese Frage ist relativ wenig Aufmerksamkeit verwendet worden. Und das bringt mich schon zum Nachdenken, nicht nur wegen der Kinder, die Frage sozialer Ungleichheit, also ungleiche Chancen für Homeschooling, je nach Bildungshintergrund ist ja klar, aber es gilt auch für Kinder aus Mittelstandsfamilien, das sind soziale Wesen. Und wenn halbwüchsige Kids wochenlang mit ihren Müttern oder ihren Eltern eingesperrt sind, dann kriegen die irgendwann einen Koller, und zwar alle beide. Ja, das ist auch eine Frage, vor allem für die alleinerziehenden Eltern. Das ist eine dramatische soziale und sozialpsychologische Frage. Übrigens auch eine wirtschaftliche, weil wenn es keine Schulen und keine Kindergärten gibt, können eben die Eltern auch nicht wieder arbeiten. Selbst wenn das Corona-politisch wieder möglich ist. Also ich frage mich tatsächlich, warum hat das so lange Zeit eine so geringe Rolle gespielt, obwohl es von der sozialen Dimension her eine enorme gesellschaftliche Bedeutung hat. Ich bringe Marc-Oliver Paul erstmal rein und dann kommen wir zu Ihnen, Thomas Krüger. Herr Paul. Aber Herr Krüger kann auch gleich antworten. Ich wollte noch mal eine andere Dimension aufmachen. Ja, gut, dann machen wir das andersrum, genau. Daran direkt anknüpfen. Mit dem Deutschen Kinderhilfswerk hatte ich ja sozusagen viele Möglichkeiten, in die Debatte einzugreifen. Und das ist lange nicht gehört worden. Und als wenn man es nicht hören wollte. Wir hatten erste Indikatoren von empirischen Erhebungen, dass die häusliche Gewalt dramatisch zunimmt. Das kann man sich an fünf Fingern abzählen. Der Koller, der führt zu Konflikten und der wird in den Familien ausgetragen. Und bei denen es ohnehin schon alles sehr eng ist, nimmt das sozusagen besonders gravierende Dimensionen an. Auch was sozusagen die Wiedereröffnung der Schulen betraf, war ja ein sehr strittiges Thema. Also durchaus auch in der Lehrerschaft sehr umstritten. Eine meiner kritischen Einlassungen war, dass man sich auch bei der Wiedereröffnung der Schulen viel zu sehr auf die naturwissenschaftlichen Fächer fokussiert und konzentriert hat. Wenn man weiß, dass die Kinder in ihrem Zuhause mehr oder weniger eingesperrt waren, spielt das Motorische doch eine Riesenrolle. Sport ist hinten angestellt worden, gab es faktisch nicht. Auch die musischen Fächer sind hinten angestellt worden. Ich habe gestern eine Musikerin getroffen, die in Schulen unterrichtet, die wird zurzeit auf die Flure gesetzt, wegen der Abstandsregeln. Falls irgendein Kind mal in den Trainingsraum muss, dann darf es auch sozusagen was Musisches machen. Quasi als Belohnung, wenn man so will. Also es ist merkwürdig, was für Prioritäten da gesetzt werden. Und ich finde eigentlich die Einlassung von Christian Drosten ganz vernünftig, dass man Lerngruppen, die relativ homogen funktionieren, doch wieder stärker an den Start bringen sollte und gleichzeitig die Sache verbinden sollte in Schulen mit regelmäßigen Tests. Genau, und dann hat man sozusagen auch ein Handling und kann das nachvollziehen, was dort passiert. Wir wissen nicht genau, wie die Infektionsquote bei Kindern ist. Es gibt viele Hinweise darauf, dass es nicht so gravierend ist wie bei Erwachsenen, aber wir wissen es nicht hundertprozentig. Und deshalb sollte man
pragmatischen Weg finden und letztendlich deutlich machen, dass die Suppe, die Corona uns eingebrockt hat, nicht wir Erwachsenen auslöffeln müssen, sondern es ist die nächste Generation, die die Lasten zu tragen hat und die das alles abarbeiten muss, was wir heute auch sozusagen an Krediten aktivieren, um eben sozusagen in unserer Generation über Wasser zu halten. Und ich finde, der Blick auf die nächste Generation wird eine der kardinalen Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Und das muss groß geschrieben werden. Und da hilft es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern muss man den Mund aufmachen. Auch dieser Blick ist natürlich sehr klimarelevant. Ein Berliner Journalist hatte vorgeschlagen, wenn Baumärkte und große Restaurants aufmachen dürfen, warum die Kinder dann vielleicht nicht im Baumarkt oder im Restaurant zur Schule schicken, wenn die Schulen nicht öffnen dürfen. Das ist natürlich sehr sarkastisch gemeint, aber trifft den Punkt, denke ich. Herr Pahl. Ja, wir hatten das Stichwort Solidarität in der Krise und was bedeutet das für die politische Bildung? Und das würde ich gerne noch mal ein bisschen größer aufziehen, das Thema, nämlich auch die internationale Solidarität. Denn wir haben natürlich hier Probleme und wir haben ja auch schon einige etwas vertieft diskutiert. Aber dass die Folgen in ärmeren Ländern mit viel schlechteren Gesundheitssystemen noch gravierender sind, nehmen wir im Moment gar nicht so wahr. Was wir wahrnehmen, ist, dass gewisse Produkte nicht mehr verfügbar sind, weil die internationalen Lieferketten gestört sind. Und dadurch bekommen wir aber ein ganz anderes Feeling für die internationale Wirtschaftszusammenarbeit und vielleicht irgendwann dann auch für die, das Schicksal der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken, deren Produkte uns jetzt fehlen. Also diese Frage internationale Zusammenhänge erkennen, was ja auch ein ganz wichtiges Themenfeld der politischen Bildung ist, kann man, glaube ich, jetzt auch noch mal ganz anders und bewusster wahrnehmen. Und ich sehe da schon gewisse Potenziale, dass durch dieses Bewusstsein dann eben vielleicht die Frage, ob man dann für 5 Euro noch 3 T-Shirts kaufen kann, irgendwann mal vielleicht auch bei jungen Leuten etwas anders gesehen wird in der Mehrheit der Peer Group. Also auch da gibt es zumindest gewisse Chancen, dass jetzt ein Weckruf mit der aktuellen Situation verbunden ist. Ich würde gerne noch einmal kommen auf das Thema Risiko oder Chance und ein paar Risiken benennen, wo es auch Zeichen gegeben hat, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. In anderen Worten, ich gieße auch ein bisschen Wasser in den Wein. Und das ist eine Frage an die Runde und wer antworten möchte, gibt mir einfach ein Zeichen. Die Frage ist, ob Sie sich Sorgen machen, dass gerade nationalistisches, populistisches oder fremdenfeindliches Denken sich eher verbreitet durch die Corona-Krise und auch ihre wirtschaftlichen Folgen? Es ist ja offenkundig, dass es zunächst einen sehr starken Rückzug gegeben hat in den Nationalstaat. Ja, dass der Nationalstaat als die letzte Instanz, die Schutz und Sicherheit gewährt, gefragt war in der Corona-Krise wie schon lange nicht mehr. Und ich würde sagen, ja, muss das auch nüchtern sehen, dass Nationalstaaten nach wie vor die zentrale politische Instanz sind, aber es hat dann in den Wochen darauf doch zunehmend, ich würde sagen, den Blick wieder über die Grenzen gegeben und doch eine sehr lebhafte Debatte, was heißt europäische Solidarität in dieser konkreten Situation und eine politische Entscheidung für europäische Hilfsprogramme, die ja eigentlich revolutionär war. Die hat ja alles umgeworfen, was vorher in Deutschland eigentlich Credo war. Ja, also ob das jetzt Corona-Bonds heißt oder nicht, aber faktisch läuft es darauf raus, dass es eine Vergemeinschaftung von Schulden und von Investitionen in dieser Situation gibt. Und das ist ein enormer qualitativer Sprung. Und natürlich ist das Bewusstsein auch wieder gestiegen von der gegenseitigen Abhängigkeit, dass wir ökonomisch wie politisch uns gar nicht zurückziehen können alleine in das nationale Schneckenhaus, sondern dass wir gemeinsam als Europäer handeln müssen in der globalisierten Welt. Wie weit das mit der
internationalen Solidarität ist, was Marc-Oliver Pahl aufgeworfen hat, ist noch mal eine andere Frage. Ich finde zum Beispiel, dass in der Berichterstattung der Medien doch eine sehr geringe Rolle spielt, dass die Corona-Krise jetzt richtig dramatisch in den Entwicklungsländern sich entfaltet. Ja, was ist da eigentlich los in Indien? Was ist los in Brasilien? Was ist los in Südafrika und in anderen Ländern, in denen die Leute gar nicht die Chance haben, monatelang zu Hause zu bleiben, sondern die arbeiten müssen, weil sie sonst hungern. Ja, und wo das Gesundheitswesen in einem sehr viel miserableren Zustand sagen ist als bei uns. Und da würde ich mir tatsächlich mehr globale Solidarität wünschen. Herr Pahl? Ja, Ralf Füchs, ich gebe dir natürlich recht, wir sind da noch nicht, dass dieses Bewusstsein da ist. Aber ich glaube, durch die Zuspitzung, die wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch erfahren werden, habe ich die Hoffnung, dass das Bewusstsein schon stärkt und gestärkt wird und daraus dann auch Schlussfolgerungen gezogen werden. Und eben nicht, wie man das sich ja überlegen könnte, so nach dem Motto, jetzt haben wir so viel Geld für Konjunkturprogramme ausgegeben, jetzt ist die Solidarität, wenn es um Entwicklungsfinanzierung geht, auch um Finanzierung von internationalem Klimaschutz geht, ist nicht mehr möglich. Das kann nicht die Antwort sein. Da müssen wir weiterhin auch unsere internationale Verantwortung als Deutschland wahrnehmen. Aber ich wollte auch noch mal einen Punkt zum Thema Nationalismus, Populismus sagen. Ich würde auch sagen, in Deutschland ist das jetzt keine riesengroße Problematik. Aber auch wir haben sehr schnell die Grenzen geschlossen, fast alle Grenzen. Es gab auch Ausnahmen. Herr Laschet hat bewusst gesagt, unsere Grenzen in Nordrhein-Westfalen bleiben offen nach Belgien und Niederlande, obwohl da das Infektionsgeschehen eher problematischer war. Aber er hat gesagt, hilft uns das wirklich, die Grenzen zuzumachen? Nein, es hilft uns natürlich nicht, wenn das Infektionsgeschehen ähnlich ist. Und wir sehen natürlich auch, was in Osteuropa passiert ist in einigen Ländern. Und wir müssen auch, so wie Europa im Moment konstruiert ist, in vielen Bereichen mit Einstimmigkeit operieren. Und ich glaube, wir haben schon gewisse Probleme mit einigen unserer osteuropäischen Partnern, wie sie sich jetzt gerade auch in dieser Situation aufgestellt haben und das auch als Gelegenheit genutzt haben, demokratische Mitwirkungsprozesse, grundrechtliche Standards nicht nur vorübergehend in Frage zu stellen. Also insofern im gesamteuropäischen Bild würde ich schon sehen, dass das Thema Populismus und Corona doch noch eine neue Dynamik reingebracht hat, die uns wahrscheinlich und auch gerade der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in den nächsten 6 Monaten noch viele Probleme bereiten wird. Also ich würde auch sagen, das ist definitiv ein Thema, über das man nachdenken muss. Wobei sozusagen zwei Dimensionen zu berücksichtigen sind. Auf der einen Seite ist es zu beobachten, dass autoritäre Regierungen und autoritäre Herrschaften eher auf dem Vormarsch sind und diese Situation sogar noch ausnutzen, um ihre Machtinstrumente auszubauen und Einschränkungen dauerhaft durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir in der öffentlichen Debatte über Nationalismus und Populismus immer vergessen, dass es sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung ist, die diesen Ideen nicht folgt. Wir haben ja gerade, was die Debatte in Deutschland betrifft, immer die Situation, dass eine Gruppe von etwa 20-25% solchen Positionen nahesteht und sie unterstützt. Aber die anderen 75-80%, die sehr vital dagegenhalten, die sich auch organisieren, die ihre Rechte einfordern, die werden für meine Begriffe medial nicht adäquat hervorgehoben und gewürdigt, sondern wir haben es zu tun mit einem Skandalisierungsdiskurs, der immer sozusagen auf spezifische Gruppen guckt, mit dem man sich kritisch beschäftigen muss. Aber man sieht nicht sozusagen, was für gewaltige Potenziale eigentlich in der Gesellschaft da ist. Das finde ich ist ein Problem, über das man auch nachdenken sollte. Ein Beispiel ist, ich habe das vorhin schon erwähnt, diese hohe Anzahl von Leuten, die wieder öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucken. Eigentlich gehört sich, dass man darüber mal sozusagen eine große Würdigung
Rundfunk schreibt. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Ressourcen hat sich wirklich in dieser Corona-Krise hervorgetan, hat gute Formate präsentiert, hat die Extras positioniert, hat massenhaft Einschaltquoten zu verzeichnen gehabt. Eigentlich eine sehr erfreuliche Sachverhalt, der auch Qualität für eine demokratische, seriöse Öffentlichkeit ist, in der wir uns bewegen. Also deshalb sozusagen immer ja, die Haben- und die Soll-Seite miteinander abgleichen und nicht nur in die eine Ecke gucken und skandalisieren. Die Würdigung übrigens wird oft in der ausländischen Presse geschrieben. Durchaus, gerade aus den Vereinigten Staaten, wo wir eine sehr polarisierte Medienlandschaft haben, wird immer wieder gesagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk wie in Deutschland ist ein Bollwerk gegen Populismus. Also ein, sehr spannend. Frau Fröhlich, hätten Sie auch eine Antwort auf diese Frage? Oder ja, bitte. Obgleich ich große Freundin des optimistischen Blickes bin, allein schon aufgrund meines Namens, möchte ich trotzdem jetzt die sein, die Wasser in den Wein gießt, beziehungsweise drei kurze Gedanken auf Ihre Frage los wird. Zunächst zu etwas, was Sie angesprochen haben, dem Blick ins europäische Ausland. Ich denke, das ist beispielhaft zu nennen in Ungarn, in denen Viktor Orban mit der Fidesz-Partei bereits erfolgreich demokratische Prinzipien abgebaut hat, wie zum Beispiel eine diverse Presselandschaft oder eine kritische Zivilgesellschaft unter Druck gesetzt hat, sehr viel einfacher war für illiberale Kräfte, eine gewisse Interpretation der Corona-Krise durchzusetzen. Das ist vielen von uns bekannt. Der zweite Gedanke, den ich habe, den es sich noch mal lohnt zu äußern, ist, Herr Krüger, Sie hatten es eingangs benannt, die Rassismen, die wir derzeit erleben oder die von Einzelnen in der Gesellschaft zu erleben sind, vor allen Dingen von asiatisch gelesenen Menschen, ist wirklich enorm. Die Menschen aus dieser Community berichten mir, dass sie müde sind. Sie sind müde, sie kriegen es ständig ab, sie müssen ständig höflich reagieren, stolz reagieren, überhaupt reagieren. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns gesamtgesellschaftlich Gedanken machen, wie wir an die Seite dieser Menschen treten können. Und der dritte und letzte Gedanke zu diesem Fragenkomplex, den ich habe, ist das große Fragezeichen, wenn es um das Vertrauen in demokratische Institutionen geht. Und zwar habe ich da ein Thema im Kopf, das Sie auch schon ansprachen, und zwar unter dem Stichwort Verschwörungsmythen. Ich habe im Kontakt mit vielen tollen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich im Netz um eine demokratische Debattenkultur bemühen, Fact-Checking anbieten etc., gehört, dass es wirklich ein großes Thema ist während der Corona-Pandemie, das Vertrauen oder Misstrauen in jeweilige Quellen und Debatten. Und was das für langfristige Auswirkungen hat, ja, das wissen wir noch nicht. Und das ist ein Blick, den wir sicherlich, der uns sicherlich lange noch begleiten wird. Ein großes Fragezeichen. Ich würde gerne, wenn wir das können, ich sehe die Gäste aus Essen im Moment nicht, aber haben wir die Möglichkeit? Ja, da sind Sie, Frau Kaiser, Frau Hecht. Eine kurze Frage noch zu diesem Thema und dann gehen wir weiter. Und meine Frage wäre, wir sprechen immer im Moment darüber, wann kommt die Impfung, gegen Corona. Aber wie impfen wir gegen diese Risiken? Wie kann politische Bildung genau dazu beitragen, jetzt gegen Wissenschaftsfeindlichkeit, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Nationalgedankengut und so weiter impfen? Ja, vielen Dank. Genau darauf wollte ich nämlich auch zurück zum Thema politische Bildung jetzt, weil ich glaube, sozusagen nach dem, was wir jetzt in den Anfangsphasen gesehen haben, mehr Nationalismus, Grenzen zu und so, kann die Antwort eigentlich in der Reflexionsphase und dann eben auch durch politische Bildung nur die sein, wieder darauf sich zu konzentrieren oder eben auch in politischen Bildungsmaßnahmen beizubringen oder gemeinsam mit jungen Menschen sich darüber zu unterhalten, was eben europäische Solidarität bedeutet und was es auch sozusagen für Vorteile hat gegenüber Nationalismen. Und da kann es dann eben schon, finde ich, auch sozusagen als entweder abschreckendes Beispiel sein, wie in der Anfangsphase einzelne Länder oder sehr viele europäische Länder eben doch auf Nationalismen zurückgegriffen haben. Aber es können eben auch wirklich konkrete Anschauungsbeispiele sein, wie der Macron-Merkel-Vorteil
Vorschlag jetzt dahingehend ist, eben schon sehr stark auf europäische Solidarität zu setzen. Und ich glaube, es ist wichtig, jetzt so eine Phase zu beginnen, wo man eben gemeinsam auch in so eine Reflexion eintritt, um dann eben tatsächlich oder die Beispiele zur Frage von, wie man eigentlich Fake News erkennt und so. Das sind ja auch alles Dinge und Themen, die anhand von politischer Bildung eigentlich Menschen beigebracht werden müssen. Und ich glaube, nur so, wenn wir dahin kommen, das dann auch wieder auf die politische Tagesordnung als sehr wichtig zu nehmen, können wir sozusagen dagegen impfen. Ich glaube, man sollte einen Fehler möglichst vermeiden, und das ist, nationales Handeln von vornherein mit Nationalismus gleichzusetzen. Es gab in dieser Krise gar keine Alternative zunächst, als zu nationalem Handeln. Die Gesundheitspolitik ist nationale Kompetenz in der Europäischen Union. Sozialpolitik ist nationale Kompetenz in der Europäischen Union. Das sind auch die handlungsfähigen Institutionen. Und so umstritten das war mit den Grenzschließungen, ich meine, alle virologischen Untersuchungen zeigen, dass natürlich die Begrenzung von Mobilität ein Faktor war, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Das war natürlich immerhin Balla-Balla, dass nachdem die Landgrenzen schon geschlossen waren, immer noch die Flugzeuge aus dem Iran und aus China in Frankfurt landen konnten, ohne jede Art von Kontrolle. So, also man soll nicht jede Form von nationalem Handeln als Nationalismus sagen, denunzieren. Das spielt denen in die Hände, die damit gerade dann antieuropäische Stimmung machen. Wir brauchen eine Balance zwischen starken Kommunen, zwischen handlungsfähigen nationalen Demokratien und den europäischen Institutionen und dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich mache hier ein... In Deutschland muss man es ja sogar noch auf den Föderalismus runterbrechen. Ja, die Mecklenburg-Vorpommern hat dann eine interessante Diskussion, ob der Föderalismus ein Nachteil oder ein Vorteil ist. Ja, ob wir alle sozusagen im Gleichschritt jetzt marschieren sollen oder ob auch ein Wettbewerb unterschiedlicher Lösungen eher produktiv ist. Ich will das Thema Europa nachher noch einmal vertiefen, aber ich glaube, dass Frau Hecht auch vorhin was sagen wollte. Ja, danke. Ich wollte nur noch einmal auf Ihre Frage mit dem Impfen, ob man dagegen impfen kann, eingehen, weil das ist ja natürlich so eine schöne Vorstellung, eine Spritze und dann ist alles wieder gut. Und ich glaube, das ist im Gesundheitskontext natürlich die eine Sache, aber beim Thema Bildung leider nicht so einfach, weil wir nicht annehmen können, dass Jugendliche oder auch andere Personen einfach Empfänger solcher Botschaften sind und die dann einmal hören und dann eben das Richtige glauben, sondern es geht ja um die tiefgehende eigene Auseinandersetzung, die eigene Reflexion von Themen und sich immer wieder diesen Widersprüchen stellen, diese Ambiguität zu ertragen, dass eben die Botschaften nicht so leicht sind. Ich weiß und schwarz nicht, das ist wahr und das ist falsch und diese Theorie stimmt und diese nicht. Und ich glaube, deswegen braucht es auch sehr viel mehr als nur die eine Wahrheit oder die eine Methode, um dagegen gewappnet zu sein und wirklich ein solidarisches Europa zu leben. So. Sehr schön. Schade, dass es geht eher um das sich immer fit halten eigentlich. Das wäre vielleicht das Metapher. Aber jetzt würde ich gerne, weil mein Interface über mein iPad leider nicht so ganz einwandfrei funktioniert hat, würde ich gerne zu Dirk Hülverscheid gehen für ein paar Publikumsfragen, auch zum Thema politische Bildung. Das wäre jetzt, glaube ich, für die nächste Runde gedacht. Ja. Aber haben wir andere Fragen, die... Ja, wir haben welche bekommen, die jetzt die meisten Zuspruch bekommen haben, die meisten Likes. Das können wir dann gleich gerne für die zweite Runde aufnehmen. Die nächste wäre dann, inwiefern ist die Pluralität und die Zukunftsfähigkeit von Angeboten politischer Bildung durch Corona gefährdet? Mhm. Gut, dann machen wir das doch. Können alle wir schauen, ob wir das sehen können. So, sie kommt wieder, da ist sie. Inwiefern ist die Pluralität und Zukunftsfähigkeit von Angeboten der politischen Bildung, leider springt es hin und her. Das ist Bildungsträgern die Luft aus. Ja, genau. Wer, Thomas Krüger, bitte. Ja, die Schwierigkeit
war lange, wie man eigentlich mit relativ starren Richtlinien in der Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung in der Situation von Corona und dem Lockdown umgeht, weil faktisch keine Veranstaltungen und Seminare stattfinden können. Wir haben leider sehr lange gebraucht, mit unserem Ministerium da einen Lösungsweg zu finden, aber der ist mittlerweile gefunden. Wir haben die Richtlinien einfach in wesentlichen Teilen außer Kraft gesetzt bis zum Ende des Jahres. Müssen wir mal sehen, ob das über das Ende des Jahres noch hinausreicht, aber wir sind jetzt wesentlich flexibler in der Lage, sowohl sozusagen neue Formate, auch digitale Formate zu fördern, als auch den jeweiligen Situationen der Träger mehr zu entsprechen. Weil die Projekte in der politischen Bildung sind unglaublich vielfältig. Es gibt manche, die in der Bildungsstätte mit Übernachtungseinrichtungen ganz andere finanzielle Herausforderungen haben durch diese Krise, als andere, die eher mobil und aufsuchend unterwegs sind. Und wir haben jetzt, glaube ich, eine Situation für die Träger der politischen Bildung, verlässlichen Rahmen zu schaffen. Das ist jetzt etwas besser geworden. Jetzt brauchen wir den langen Atem bis zum Ende des Jahres, um die Mittel, die wir eingestellt haben im Haushalt, auch an die Träger weiterzureichen. Das ist unser Ziel, dass das, was sozusagen der Haushaltsgesetzgeber der Bundeszentrale bereitgestellt hat, auch umzusetzen und den Trägern zugutekommen zu lassen, inklusive der speziellen Hilfen vielleicht für die Träger, die Übernachtungseinrichtungen haben und deren die Einnahmen wegbrechen. Das ist ja sozusagen etwas, was gar nicht mit Förderpolitik zu tun hat, sondern die Einnahmeseite, die bei vielen Trägern, die frei arbeiten, ist eben kollabiert und darauf zu reagieren, ist die große Herausforderung und dazu braucht es bei Übernachtungseinrichtungen eben einen Schutzschirm und an dem wird zurzeit politisch gearbeitet. Danke sehr. Dirk, weitere Fragen? Ja. Die nächste Frage ist, darf das Ende eines Urteilbildungsprozesses auch sein, dass man kein Urteil fällen kann? Zum Beispiel auch zur Angemessenheit der Lockdown-Maßnahmen. Mhm. Ja, das ist ja das Wesen, dass Urteile kontrovers ausfallen können, ja? Ja, das war ja darauf zugespitzt, dass man am Ende ratlos ist sozusagen, und sich nicht entscheiden kann. Ja. Für eine bestimmte Konsequenz oder eine bestimmte Position. Das würde ich als den unglücklichsten Ausgang eines Bildungsprozesses sagen, betrachten. Es geht ja immer um diese schwierige Balance zwischen Differenzierung, ja, also auch differenzierte Meinungen, differenzierte Urteile, das Abwägen, das Für und Wider, die auch das sowohl als auch, ohne dass es beliebig wird. Ja, das ist eigentlich das Kunststück, ja, dass eine ausgewogene und reflektierte Position, die aber nicht beliebig ist, die nicht sagt, alles ist gleichermaßen richtig und falsch und alles ist gleichermaßen gut oder sagen schlecht. Und ich glaube schon, dass es das Ziel von politischer Bildungsarbeit sein muss, nicht eine bestimmte Position den Leuten aufzudrücken und ihnen das schon vorweg zu sagen, was sie sagen denken sollen, aber sie dazu zu befähigen und zu ermutigen, sich doch zu einer Position durchzuringen und die argumentativ dann auch zu vertreten. Aber Herr Paul, gibt es nicht Fälle, wo man durchaus sagen könnte, ich habe jetzt viele Für und Wider gesammelt und trotzdem brauche ich mehr Input, brauche ich mehr Beweis, brauche ich mehr Evidenz, bevor ich mir ein festes Urteil erlaube? Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen und klar, es ist die Idealvorstellung, dass jede und jeder sich eine eigene Meinung bildet und auf der Grundlage teilhaben kann. Aber es wird Fragen geben und wir haben viele wissenschaftliche Zukunftsfragen, wo es eben keine klaren Trends gibt. Ein Thema, was heute in der Bundesregierung zum Beispiel diskutiert worden ist, welche Rolle wird Wasserstoff für unser Energiesystem haben? Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, geht es um ganz viel Geld, worin wir investieren? Ich habe da auch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Deswegen ist es, glaube ich, schon auch legitim und wir müssen damit umgehen, dass gewisse Personen zu gewissen Fragen zu einem gewissen Zeitpunkt keine feste Meinung in die eine oder andere Richtung haben. Und das ist auch in Ordnung, wenn wir als Gesellschaft da
Mechanismen haben, wie wir damit umgehen, wenn so eine Unentschiedenheit mit einem Misstrauen in die politischen Institutionen einhergeht, dann haben wir natürlich die Grundlage für Verunsicherung, für soziale Spannungen. Und das kann sich dann aufschaukeln. Aber in der konkreten Situation mit stabilen Strukturen können wir da, glaube ich, mit umgehen. Herr Krüger. Ja, mir fällt sozusagen ein aktuelles Beispiel ein auf diese Frage. Es ist gerade eine empirische Untersuchung gekommen, dass die Lockdown-Maßnahmen in Europa wahrscheinlich Millionen von Menschen, vor allem aus Risikogruppen, das Leben gerettet haben. Gleichzeitig aber wissen wir jetzt schon, dass die Kollateralschäden des Lockdowns beispielsweise die nächste Generation massiv betreffen werden. Und wer sind wir, darüber zu richten, ob sozusagen das Leben von Menschen oder die Zukunft wichtiger ist und wir in die eine oder in die andere Richtung gehen wollen? Es ist letztendlich eine Frage der Aushandlung von Werten und der Orientierung an den Menschenrechten, an der persönlichen Integrität jedes Einzelnen, die unsere Kultur in Europa ja geprägt haben, aus den eigenen geschichtlichen Erfahrungen da eine Entscheidung zu treffen. Und vieles wird im ambivalenten Kontext stehen bleiben. Wir werden Sachen auf der Haben-Seite haben und wir werden Sachen auf der Soll-Seite haben. Und damit müssen wir vermutlich leben, weil kein Mensch hat die ideale oder die vorgeprägte Antwort auf diese Herausforderung, die Corona den Gesellschaften bereitet. Deswegen ist Vertrauen so sehr wichtig, gerade Vertrauen in die Entscheidungsträger, dass man denkt, ich habe an sie was delegiert und ich vertraue, dass sie die Entscheidung so gut sie können mit diesen Werten und so weiter gefällt haben. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Hast du noch ein paar Fragen, Dirk? Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Die nächste geht direkt an Thomas Krüger und heißt, lieber Thomas Krüger, verfügt der Osten über eine Transformationskompetenz, die in der Krise helfen kann? Und was können wir aus der Wende von damals für die Wende von heute lernen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass sozusagen diese Transformationskompetenz an der einen oder anderen, an dem einen oder anderen Faktum festzustellen ist. Vielleicht unter dem Rubrum oder unter dem Motto Kopf hoch und nicht die Hände haben sich Ostdeutsche über gravierende Situationen hinwegsetzen müssen, vor allem in den 90er Jahren, wo es Massenarbeitslosigkeit gegeben hat und eigentlich das Versprechen der blühenden Landschaften einer Realität gegenüberstand, die fast aussichtslos war. Eine ganze Generation, die sozusagen bezahlen musste für die Transformation, für die Deindustrialisierung, die in Ostdeutschland stattgefunden hat. Ob die, diese Erfahrungen helfen, die neue Herausforderung zu meistern, das kann man eigentlich prophetisch schlecht sagen. Man kann hoffen, dass sozusagen die, diese Erfahrungen in einer öffentlichen Diskussion korreliert werden mit den Herausforderungen von morgen, von heute und von morgen im Kontext der Corona-Krise. Und vielleicht können sich Ostdeutsche da mal einen ganz anderen Namen machen. Zurzeit gelten sie ja sozusagen als Bewohner von Dunkeldeutschland, weil ihnen zugeschrieben wird, sozusagen komplett rassistisch und fremdenfeindlich zu sein. Wobei es sozusagen ganz klar ist, dass das schon ein zugeschriebenes Faktum ist und kein evidentes Faktum, weil es auch in Ostdeutschland eine Vielzahl von Menschen gibt, die sich engagiert gegen Rassismus einsetzen. Also ich würde mal sagen, das Glas Wasser ist halb voll und nicht halb leer, was sozusagen die Beantwortung dieser Frage betrifft. Aber endgültig kann ich es nicht sagen. Und da ist auch noch ein bisschen Wein mit dem Wasser gemischt. Noch eine Frage, Dirk? Ja. Wir haben eine Frage zur Medienkompetenz. Sie wird an Schulen und Hochschulen kaum vermittelt und auch das Thema neue Öffentlichkeiten steht kaum auf der Agenda. Die konkrete Frage ist, wie und wo sollten wir das ändern? Das würde ich gerne an Frau Fröhlich richten. Sie können es auch gerne teilen mit Essen. Wir gehen auch gleich zu den Mercator-Stiftungs. Gut, das ist ein guter Hinweis. Ich teile die Frage gerne mit Essen. Denn wie es in Schulen
was ja Ländersache ist in Deutschland, genau dazu aussieht und wie man das in einem Curriculum, von dem ich weiß, dass es heiß umkämpft ist, ändern kann, das vermag ich nicht zu sagen. Dass ich selber immer puzzled bin, zu sehen, wie selten Medienkompetenz und wenn wir dann in die Details gehen, zum Beispiel auch die Framing-Frage, tatsächlich auf der Agenda steht, ob bei Schülerinnen und Schülern oder bei JournalistInnen, die ausgebildet werden, das überrascht mich immer wieder, wie selten das tatsächlich der Fall ist. Ich mache nur gerne ein großes Ausrufezeichen in dick und rot hinter diese Frage und freue mich, aus Essen zu hören. Also, liebe Frau Kaiser, liebe Frau Hecht, bitte Ihre Gedanken dazu. Ja, vielen Dank für den Ball. Mal schauen, wie wir ihn aufnehmen können. Wir haben gerade gedacht, naja, es könnte eben auch jetzt eine Art Chance sein, dass man Learning by Doing machen muss, weil eben dadurch, dass man einfach ganz viele Themen jetzt nur durch mehr Medienkompetenz gemeinsam teilen kann und ja auch alle Hochschulvorlesungen und so weiter jetzt digital durchgeführt werden, dass ich schon glaube, dass davon ein gewisser Lerneffekt auch beibehalten wird und methodisch dann jetzt was aufgebaut wird, was man danach eigentlich nicht mehr verneinen kann. Von daher würde ich da sagen, gibt es vor allem im Hochschulbereich jetzt eine Chance. Im Schulbereich hatten wir ja vorhin schon gesagt, ist es etwas schwieriger, weil eben auch ganz viele Lehrkräfte da selbst erst noch geschult werden müssen. Wenn wir das erreichen, wäre das auch sehr erfolgreich und man könnte da dann auch wieder den Punkt aufmachen, sozusagen die Konsumenten zu aktiven Mitgestaltern zu machen, nämlich die Schüler und Schülerinnen oder die jungen Studierenden, die ja häufig mehr Medienkompetenz haben als die Lehrenden und dass man da so eine Art Co-Kreationsprozess eher angeht und sich überlegt, wie kann man Formate da mittelfristig verändern. Frau Hecht, irgendwas dazu? Okay. Ich hoffe einfach, dass die Corona-Krise da den nötigen Katalysatoreffekt ausspielt. Allein einfach das Thema Digitalität überhaupt an Schule stärker zu bringen. Das ist ja jetzt einfach wirklich notwendig. Die Notwendigkeit kann keiner mehr wegdiskutieren. Und in diesem Zuge stehen die Themen Medienkompetenz, glaube ich, ganz weit oben. Aber ja, große Ansätze, wie man das machen kann und sozusagen auf der schulischen Ebene haben wir, glaube ich, nicht. Da sind wir als Stiftung ja auch nicht der Akteur, sondern das ist auch ein föderales Thema in Deutschland und das ist hoffentlich ähnlich. Danke, Herr Krüger. Also schon vor Corona konnte man im Hochschulbereich an den erziehungswissenschaftlichen Lehrstühlen feststellen, dass es zunehmend Denominationen von Professuren gibt, die sich mit dem Medienbereich auseinandersetzen. Das heißt, vor ein paar Jahren hat es noch geheißen, dass sozusagen dass du Lehrer werden kannst in Deutschland, ohne dich auch nur einmal mit dem Thema Medienpädagogik oder Medienkompetenz zu beschäftigen. Das ist nicht mehr so. Es wird also zunehmend investiert in diesem Bereich, in den Hochschulen. Und da haben die Länder sozusagen ein Stück aufgeholt. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist der Bereich der informellen Bildung, also der Selbstbildung. Und wir dürfen nicht politische Bildung beschränken nur auf den formalen, also schulischen Aspekt und den nonformalen in außerschulischen Bildungseinrichtungen, sondern wir müssen auch diese Selbstbildungsprozesse oder die Community-Learning-Prozesse stärker in den Blick nehmen, weil dort dynamisch sehr viel passiert, gerade was Medienkompetenz betrifft. Ich kann da selber ein Lied singen. Ich habe meine Seminararbeiten noch mit der Schreibmaschine geschrieben und muss jetzt auch sozusagen in Insta-Talks ran und allen möglichen Medienformaten mich bewähren. Also man lernt nie aus und da ist viel Luft nach oben und man sollte die Sachen auch nutzen. Vielen Dank. Wir machen jetzt da eine Zäsur und gehen in die zweite Runde des Gesprächs. Und wir haben das Thema Europa ein bisschen vorweggenommen, aber wir werden das auch vertiefen. Der Titel dieses Teils lautet: Nach der Krise ist vor der Krise zu den Folgen für Nachhaltigkeit, Europa und Demokratie. Und ich fange bei Ihnen, Herrn Pahl, an mit der Frage, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist nach der Krise wirklich vor der Krise? Und wenn ja, ist das gut genug?
Oder haben wir vielleicht etwas aus dieser Zeit des blaueren Himmels, der saubereren Luft, der ruhigeren Straßen gelernt, was auch relevant ist, wenn wir jetzt die Kurve von Global Warming genauso verflachen wollten, wie wir zumindest hier in Deutschland die Kurve von Corona verflacht haben? Ja, ich denke, ein wichtiger Aspekt ist erstmal, dass nicht nachhaltiges Verhalten, nicht nachhaltige Strukturen auch Auslöser oder Verstärker dieser Krise waren. Was ist da in China passiert? Wir wissen es noch nicht genau, aber wahrscheinlich ist es ein Eindringen von Menschen in Wildtierpopulationen, in Wildnis, was Übertragung von Krankheiten in menschliche Siedlungen und dann die Kettenwirkung ausgelöst hat. Also das Thema Schutz von Wildnisgebieten ist eine Frage, die für Nachhaltigkeit, für globale ökologische Zusammenhänge wichtig ist und die eben auch ein Auslöser von Pandemien sein kann. Die Frage, wie wir dann mit Gesundheit umgehen, haben wir eben schon kurz international betrachtet. Wie sind Systeme, Gesundheitssysteme aufgestellt, ist auch eine entscheidende Frage, wie wir damit umgehen. Letztendlich geht es darum, so etwas wie Resilienz, wie Widerstandsfähigkeit gegen solche krisenartigen Entwicklungen, ob sie jetzt im Gesundheitsbereich passieren, ob sie im ökologischen Bereich passieren mit der Klimakrise oder ob sie im ökonomischen Bereich, wie wir mit der Finanzkrise ja auch vor 10 Jahren Erfahrung gemacht haben, wie sie passieren. Darauf sollte man vorbereitet sein. Das Prinzip der Vorsorge ist ein sehr wichtiges Prinzip, was wir in unserem Turbokapitalismus manchmal ein bisschen an die Seite schieben. Es wird häufig diskutiert im Zusammenhang mit dem Thema Innovation und gegeneinander ausgespielt. Wir sehen das aber nicht als Gegensätze, sondern wir sagen, wir müssen aufpassen, wir müssen gewisse Risiken minimieren. Wir können auch mit innovativen Ansätzen, zum Beispiel im Klimaschutz mit neuen Technologien, das Thema Wasserstoff habe ich eben angesprochen, was im Moment groß diskutiert wird, können wir gewisse Probleme überwinden. Aber trotzdem dürfen wir jetzt nicht blind in irgendwelche technologischen Lösungen reingehen und glauben, jedes Problem, was wir haben, jede Herausforderung, werden wir dann zum Zeitpunkt X schon mit der richtigen Technologie lösen. Insofern ist diese Corona-Situation schon ein Verstärker von Problemen, haben wir eben auch schon in anderer Hinsicht, auch in sozialer Hinsicht diskutiert. Aber es kann eben auch eine Chance sein, wo wir jetzt doch grundsätzliche Fragen stellen, wo wir grundsätzliche finanzielle Entscheidungen, die unsere nachfolgenden Generationen auch stark belasten werden, treffen müssen. Und unsere Ansicht als Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung ist, wenn wir jetzt diese bedeutenden Entscheidungen treffen, dann sollten wir nicht nur Sofortmaßnahmen machen, die ein Strohfeuer der Konjunktur in diesem oder jenem Markt mit sich bringen, sondern dann sollten wir auch die richtigen Grundsatzentscheidungen treffen und jetzt in eine Transformation gehen, sodass wir letztendlich zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen kommen, in denen 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt mit seinen beschränkten Ressourcen gut leben können. Frau Fuchs, sehen Sie ein Risiko, dass die Corona-Krise eher die Bereitschaft für das Klima, was zu tun, bremst? Und ich denke daran, dass Klimaskeptiker jetzt schon auf die verlorenen Jobs, die Verlangsamung des Wachstums zeigen und sagen, siehe, welche unerträgliche Kosten die Emissionsreduzierung mit sich bringt. Ja, das trifft zu und das ist ein tatsächlich potenzieller Konflikt, wenn wir Reduktion von CO2, also Klimaschutz, so durchbuchstabieren, dass es auf Kosten von Jobs, von ökonomischer Prosperität geht. Wenn wir in diesen Widerspruch reinlaufen, dann sehe ich tatsächlich schwarz.
weil da sagen, der Klimaschutz verlieren wird. Ich glaube, das ist aber eine ganz falsche Perspektive auf das Thema ist, was man gerade an der Corona-Krise ja zeigen kann. Ich meine, wir haben eine dramatische globale Wirtschaftskrise. In den USA alleine 40 Millionen Arbeitslose, in vielen anderen Ländern wirklich schwere soziale Verwerfungen im Gefolge dieser Krise. Wir sind bisher noch relativ gut durchgekommen. Und gleichzeitig haben wir eine Reduktion von globalen Treibhausgasemissionen etwa um 15-20%. So, die Herausforderung ist aber -90% und mehr, um tatsächlich klimaneutral zu werden. Und daran kann man meines Erachtens zeigen, dass dieser Weg durch ökonomisches Schrumpfen Klimaschutz zu betreiben, eine Sackgasse ist. Ja, also er führt weder klimapolitisch zum Ziel, noch ist er gesellschaftspolitisch konsensfähig, sondern wir müssen einen anderen Weg einschlagen, sagen nicht als Gesellschaft uns ins Koma zu versetzen. Wir reisen nicht mehr, wir besuchen uns nicht mehr, wir gehen nicht mehr ins Theater, wir gehen nicht mehr ins Stadion, wir gehen nicht mehr in die Kneipe. Sondern wir müssen tatsächlich sehr viel stärker darauf setzen, unser Industriesystem komplett rund zu erneuern. Alternative Energien, Elektromobilität, attraktive öffentliche Verkehrssysteme, Wasserstoff ist als Stichwort schon gefallen, Bioökonomie, Cradle to Cradle, also eine Kreislaufwirtschaft ohne Abfall. Das sind die Art von strukturellen Veränderungen, die wir einleiten müssen. Und das heißt Aufbruch. Und nicht Abbruch, ja, also nicht schrumpfen, uns klein machen, was nicht heißt, dass Verhalten keine Rolle spielt. Natürlich haben wir eine individuelle Verantwortung, wie wir uns ernähren, wie viel Fleisch wir konsumieren, ob wir Fairtrade-Produkte kaufen oder ob uns das egal ist, unter welchen Bedingungen unsere Konsumgüter hergestellt werden. Darum geht es nicht, individuelle Verantwortung klein zu reden, sondern es geht darum, dass wir nicht über diesen Schrumpfkurs uns ökologisch aus der Misere rauskatapultieren können. Nun muss man sagen, die UNFCCC, also die Klimaorganisation der UNO, ist die erste, die sagt, Shutdown ist nicht der Weg, um Emissionen zu reduzieren. Das kann nicht der Weg sein. Dafür sind die Kosten zu hoch. Aber was wir auch aus der Krise sehen konnten, aus der Corona-Krise, Frau Fröhlich, ist, dass die Politik auf jeden Fall doch ganz schnell und entschieden handeln kann, wenn sie glaubt, dass es eine dringende Gefahr gibt. Sie sprachen, Herr Pahl, von Vorsorge. Der Unterschied in der Vorsorge hier ist, Corona stand direkt an der Schwelle. Man wusste, dass viele Menschen schnell krank werden, eventuell sterben würden. Hier geht die Krise viel, viel langsamer. Können wir deswegen dieses parallel politische Entschiedenheit wirklich auf die Klimakrise übertragen? Also mir scheint bei dieser Frage die Sichtbarkeit der Krise eine Rolle zu spielen. Ja? Also ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland die Bedrohung von Corona verstanden haben, als die Bilder aus Italien über die Bildschirme liefen. Ja, oder als wir weinende Krankenschwestern aus anderen Ländern gesehen haben und ihre Audiobotschaften. Da hat sich die Krise in Bildern gezeigt, in emotionalen Bildern, die man versteht. Bei der Klimakrise ist es eine große Herausforderung. Welche Bilder zeigt man, um es den Menschen klar zu machen, wie die Ausmaße dieser Krise ja auf uns zukommen und dass eine Handlung notwendig ist, eine starke Handlung, eine schnelle, wie Sie auch sagen, eine dringende. Viele Bilder, die bemüht wurden in den letzten Jahrzehnten des Kampfes für den Klimaschutz, wurden benutzt und es haben sich nicht unbedingt die gleichen Bilder in der Realität dann eingestellt. Sprich, Menschen haben das Gefühl gehabt, ja, ihr habt uns Bilder vom Waldsterben erzählt, aber ich gehe immer noch am Sonntag spazieren in meinem Wald und der ist noch da. Also ich glaube, wir haben eine große Schwierigkeit, wenn es um das Narrativ geht.
Die Stärke in dem jetzigen Narrativ für den Klimaschutz sehe ich in der jüngeren Generation. Sie gehen auf die Straße und sie brauchen nicht die Bilder von einem brennenden Wald zu zeigen. Sie zeigen sich, zornige, junge Gesichter, die sagen, es ist meine Zukunft, die auf dem Spiel steht. Ich glaube, das ist ein ganz starkes, direktes Narrativ, das eine große Chance birgt und das die Dringlichkeit, die politische Dringlichkeit eben auch emotional vermittelt. Und ich wünsche mir sehr, dass wir während oder nach der Covid-19-Krise diese Verbindung zu diesem Narrativ und der Dringlichkeit wieder aufbauen können. Ob das ein New Normal braucht oder nicht, das weiß ich nicht. Oder ob wir da wieder anfangen können, wo wir aufgehört haben. Das wird sich zeigen. Sicherlich wird es ein Thema werden, was wir heute auch noch besprechen, in Europa für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Wie ernst meinen es die politischen Institutionen jetzt in ihrem gemeinschaftlichen Arbeiten, wenn es um den Klimaschutz und somit um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaften geht? Wir kommen gleich darauf, aber erstmal Herr Füchs, Sie wollen. Ich glaube, dass dieser Vergleich schief ist zwischen Corona-Krise und Klimakrise. Und zwar vor allem auch deshalb, weil auf die Corona-Krise hat die Politik reagiert mit dem Ausnahmezustand, mit einer Art Notstandsregime, auch mit einer massiven Einschränkung von Bürgerrechten, von Freiheitsrechten. Und das ist meines Erachtens nicht der Weg, den wir gehen können, wenn es um die Klimakrise geht. Erstens, weil die Gesellschaft nur bereit ist, sich auf ein solches Regime einzulassen, wenn ganz klar ist, das ist vorübergehend, das ist kurzfristig. Ja, wir sind jetzt bereit, diese Einschränkungen zu akzeptieren, diese Eingriffe in unsere Rechte und nicht nur in die Bewegungsfreiheit, in die Berufsfreiheit, in der Hoffnung, dass wir möglichst schnell zurückkehren können in unser normales Leben. So. Klimawandel ist im Vergleich dazu, und Klimapolitik ist ein Marathonlauf. Da geht es um strukturelle Veränderungen, ja, unserer gesamten Produktionsweise, unserer Industrie, des Verkehrssystems, des Energiesystems, der Landwirtschaft, des Städtebaus. Das ist eine Aufgabe von Jahrzehnten. Und die bewältigen wir nicht durch diese Art von Ausnahmezustand, sondern indem wir die Weichenstellungen verändern für Forschung und Entwicklung, für Investitionen, für Produktion und für Konsum, zum Beispiel durch eine ökologische Steuerreform, durch eine Bepreisung von CO2-Emissionen, also durch Maßnahmen, die wirklich strukturelle Veränderungen herbeiführen und nicht einfach die Gesellschaft stilllegen. Herr Pahl, Sie haben die Rettungsprogramme vorhin kurz angesprochen. In den nächsten Jahren werden Summen ausgegeben für die wirtschaftliche Erholung, für den Wiederaufbau, wie wir das selten erlebt haben. Und interessanterweise hörten wir in diese Corona-Zeit den Aufruf über den Petersberger Dialog von, ich glaube, fast 60 deutschen Firmen, die sagten, stellen Sie die Weichen jetzt für diesen grünen Aufschwung. Jetzt ist der Moment, wo so viel Geld investiert wird, dass wir, that we get it right, dass wir die Weichen wirklich so stellen, dass sie auch noch in 5 bis 10 Jahren gültig sind. Was raten Sie der Bundesregierung im Moment, wie sie diese Chance, die tatsächlich aus der Corona-Krise kommt, wie sie die nutzen können? Ja, unser Schlagwort als Nachhaltigkeitsrat ist kein frisches Geld für alte Ideen. Ich sehe das auch wie Ralf Füchs, dass die Krisenzuspitzung jetzt nicht inhaltlich strukturell ähnlich sind, aber sie kommen jetzt zeitlich zusammen und wir haben nur begrenzte Ressourcen. Wenn wir nicht den nachfolgenden Generationen rein finanziell etwas ins Nest legen wollen, was sie nicht tragen können. Und deswegen müssen wir jetzt in die richtige Richtung gehen. Und ich meine, die Automobilbranche, die ja jetzt sehr stark in der Diskussion war, die ist ja nicht durch Corona in die Krise gekommen, sondern sie hatten auch schon vorher ganz große Probleme, ihre Produkte an das Mobilitätsbedürfnis, gerade auch der jüngeren Menschen, anzupassen. Es ist jetzt natürlich verstärkt worden und jetzt müssen wir auch wirklich die Weichenstellungen vornehmen. Und ich sehe da auch ermutigende Zeichen, wenn wir uns anschauen, was vor 10 Jahren nach der Finanzkrise passiert ist. Da ist
ist, dass durch Lobbydruck so eine Abwrackprämie über Nacht reingekommen und es wurde nicht darüber diskutiert. Jetzt haben auch Akteure wie zum Beispiel die Wirtschaftsweisen gesagt, wenn wir eben 2050 klimaneutral sein wollen, dann können wir jetzt nicht so viel Geld für alte Technologien in die Hand nehmen. Und es ist am Ende auf diese Vielzahl der Stimmen auch natürlich auch als Reaktion auf die Rebellion der Jugend reagiert worden. Und man mag jetzt über das eine oder andere Element dieses Konjunkturpakets sicherlich noch diskutieren. Die Themen der sozialen Nachhaltigkeit und der Bildung haben wir eben ja auch angesprochen, könnte man sicherlich noch anders darin verankern. Aber es ist, glaube ich, schon allen Beteiligten bewusst geworden, wir können jetzt nicht ein Weiter-so machen. Wir müssen reflektieren, was sind unsere großen Herausforderungen, wo müssen wir auch strukturell umschalten, wo brauchen wir zum Beispiel bei der Energiewende noch zusätzliche Elemente. Allein mit erneuerbaren Energien werden wir das nicht schaffen. Durch die Volatilität der erneuerbaren Energien, insbesondere Wind und Solar, da brauchen wir eine Ergänzung im System. Und ich denke, da haben wir jetzt schon ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht. Herr Krüger, wie kann die politische Bildung dazu beitragen, dass wir wirklich tatsächlich diesen Moment nutzen als Chance für den Klimaschutz? Also erstmal es ist wichtig, dass dieser ganze Themenbereich der Nachhaltigkeit in die Agenda der politischen Bildung verankert wird. Wir haben in der politischen Bildung über lange Jahre eine Fokussierung auf eher demokratietheoretische Fragen gehabt. Aber ökonomische Bildung, Bildung für Nachhaltigkeit und so weiter gehören genauso zu politischer Bildung dazu. Das ist sozusagen der eine Punkt. Der zweite ist, dass es der Klimapolitik ja ein bisschen wie der Corona-Politik geht. Man steht sozusagen einem Block von Leuten gegenüber, die sagen, sie wollen wieder zum Status quo ante zurück. Ja. Und das ist, glaube ich, sozusagen die große Herausforderung, eben zu sagen, wir haben jetzt eine Situation, die Weichen neu zu stellen. Und bei Corona ist es sozusagen thematisiert, da steht das Thema im Raum. Der Narrativ Flatten the Curve ist ja eigentlich ein wunderbares Motto auch für die Nachhaltigkeitspolitik. Aber wir dürfen eben in dem Kontext nicht in die Versuchung fallen, ideologisch zu antworten. Das heißt, entweder nur mit Modernisierung hin zu mehr Ökotechnik oder mit Degrowth-Strategien, sondern es ist wahrscheinlich ein Aushandlungsprozess, eine Mischung beider Aspekte, die eine Rolle spielen. Wir müssen unser Verhalten selber verändern, gleichzeitig aber tatsächlich auch auf Modernisierung setzen, investieren in eine Welt, die Wohlstand und Wachstum ökologisch verträglich gestaltet. Und da sozusagen eine Balance zu finden, das ist wahrscheinlich die große Herausforderung. Bei Corona haben wir es. Wir haben die Debatte darum, wie sieht eigentlich unsere Post-Corona-Gesellschaft aus? Und vielleicht können wir sozusagen irgendwann mal sagen, dass wir von der Corona-Politik gelernt haben. Auch für andere Herausforderungen, auf die man eher zaghaft und vorsichtig reagiert. Ja. Herr Fuchs? Da würde ich gerne einwerfen, dass wir diese Debatte erst recht nicht als nationale Nabelschau führen dürfen. Ja, also wir können natürlich für die Bundesrepublik gut diskutieren, ob wir weiterhin Wirtschaftswachstum brauchen, sagen oder nicht. Aber global, Marc-Oliver Pall hat vorhin schon die Zahl genannt, gehen wir auf eine Welt von 9 bis 10 Milliarden Menschen zu bis Mitte des Jahrhunderts. Und ob es uns gefällt oder nicht, wird die Weltwirtschaft weiter wachsen. Ja, wegen der Zunahme der Weltbevölkerung, wegen den sozialen Ambitionen von Milliarden Menschen, die heute noch in bitterer Armut leben und die gerne in moderne Lebensverhältnisse sagen, aufsteigen, wegen der Urbanisierung, die rapide weitergeht. Und das heißt, wir können dieser Frage gar nicht ausweichen, wie wir ökonomische Wertschöpfung, mehr Wohlstandsproduktion auf der Welt entkoppeln von Naturzerstörung, von Umweltverbrauch. Das sehe ich als die große Herausforderung der nächsten 10, 20 Jahre. Wenn wir das nicht schaffen, ja, dann
gehen wir wirklich sehr kritischen Zeiten sagen entgegen. Und da sehe ich eine Rolle für die Bundesrepublik als Industrie- und Hochtechnologieland, dass wir mit die Lösungen produzieren, auch die Anschubkosten für diese alternativen sagen Energien, andere Verkehrssysteme, andere Formen von Bauen, die dann für die Welt anschlussfähig sind. Sie sagten gerade, Nationaldebatten haben eine begrenzte Relevanz in diesen Tagen. Lassen Sie uns deswegen jetzt auf die europäische Ebene gehen. Gerne in Bezug auf Klima, aber nicht nur in Bezug auf Klima. Und da würde ich erst mal anfangen, wo Sie aufgehört hatten vorhin, Frau Fröhlich, in Zusammenhang mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die in 2 Wochen ungefähr beginnt. Also 3 Wochen beginnt und fragen bei der jetzigen Lage der EU. Also Ursula von der Leyen sprach neulich von der augenblicklichen Verletzbarkeit der EU. Was sehen Sie als die allerwichtigsten Prioritäten für Deutschland als Ratspräsident? Auf die deutsche Ratspräsidentschaft blickend habe ich 3 Gedanken, wovon der 3. der wichtigste ist und tatsächlich Ihre Frage beantwortet. Dann beginnen wir doch bei 3, oder? Tatsächlich sollen wir gleich bei 3 beginnen? Na gut, dann springe ich gleich zu 3. Und zwar ist es ein Thema, welches heute schon öfter in unserer Runde hier aufgekommen ist und tatsächlich auch in den Fragen des Publikums schon vorkam. Viele Themen und Erwartungen und Aufgaben, die in die Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft fällt, angefangen beim Verhältnis zu Großbritannien, über den Klimaschutz, über den wir gerade sprachen, Digitalisierung, der neue Finanzrahmen, den sich der EU geben muss. Also unglaublich viele wichtige Themen sind natürlich transnationale, wenn nicht sogar globale Themen, die nur transnational gemeinschaftlich gedacht, gestaltet und beantwortet werden können. Was ist die Voraussetzung, um das zu tun? Ich glaube, die Voraussetzung ist eine europäische Öffentlichkeit. Ein Stichwort, das in einer Frage vorkam, ja, die äußerst hoch gevotet wurde, wenn ich das richtig gesehen habe, und die mir tatsächlich auch am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Was ist das Wichtigste? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das, was wir recht diffus noch in Ermangelung seiner Existenz vollendlich als europäische Öffentlichkeit bezeichnen, muss vorangebracht werden im Interesse aller. Und das ist ja auch die Aufgabe der EU-Ratspräsidentschaft, im Interesse aller zu handeln und nicht im nationalstaatlichen Interesse. Eine europäische Öffentlichkeit kann auf der Metaebene stattfinden, in einem Diskurs. Sie sprachen, Herr Pahl, vorhin davon, dass eine Teilhabe geschehen muss, dass mehr Menschen teilhaben am Diskurs und über Themen mitreden können. Es kann im virtuellen, im künstlerischen und kulturellen Raum eine europäische Öffentlichkeit entstehen. Und sie kann natürlich im physischen und analogen Raum entstehen. Also die Möglichkeiten sind quasi unendlich. Aber die tatsächlich voranzubringen, ist in meinen Augen eine der wichtigsten Aufgaben. Und ich möchte noch einen speziellen Punkt hinzufügen. Eine europäische Öffentlichkeit bildet sich nicht ohne die Zivilgesellschaft. Deswegen wünsche ich mir, dass vor allen Dingen ein Augenmerk von der Präsidentschaft auf die Zivilgesellschaft in der Rolle der Bildung einer europäischen Öffentlichkeit gesetzt wird. Also Stichwort europäische Öffentlichkeit, würde ich jetzt wieder nach Essen gehen und Sie, liebe Frau Kaiser, liebe Frau Hecht, ansprechen. Frau von der Leyen sprach auch neulich von den zukünftigen Chancen der Next Generation EU, also von den Jungen. Und Sie wollen insbesondere junge Menschen für Europa begeistern und ihnen auch die Möglichkeit geben, Europa zu erleben und aktiv mitgestalten. Könnten Sie uns ein bisschen mehr dazu sagen, wie Sie das tun und wie hängt das mit dieser europäischen Öffentlichkeit zusammen? Ja, ich glaube, diese europäische Öffentlichkeit ist eine extrem wichtige, ich sag mal, Maximalforderung. Was wir dafür brauchen, ist aber, dass sehr viel mehr europäisches Bewusstsein erstmal an europäischen Themen in die jeweils nationalen Öffentlichkeiten gelangt und dass eben so ein europäisches Solidaritätsempfinden oder eben auch eine
Selbstverbindung der Bürgerinnen mit europäischen Werten stattfindet. Und da sind wir eben der Überzeugung, dass das einerseits mit politischer Bildung natürlich funktionieren kann und muss, aber eben in Verbindung mit einem eigenen Erleben von Europa. Und dieses eigene Erleben, momentan schwierig, weil Reisen schwierig, aber man kann sozusagen über digitale Formate da in der Zwischenzeit ja auch einiges machen, aber dieses Verbinden von einem eigenen Erleben von Europa mit Methoden der politischen Bildung ist eben was, wo wir glauben, dass wir da noch stärker werden müssen und wo wir auch ansetzen wollen mit der Arbeit, die wir uns vornehmen für die nächsten Jahre. Und da eben besonders mit Jugendlichen, die aus Hintergründen kommen, wo sie das wegen finanzieller oder anderer Gründe eben nicht so leicht haben und nicht einfach so auf die Idee kommen, Interrail, Erasmus oder Sonstiges zu machen. Genau, und konkret, wie kann sowas dann aussehen? Eben nicht nur an Erleben von Europa im Sinne von, man überschreitet eine Grenze und sieht eine andere europäische Stadt, sondern eben auch in der Begegnung mit anderen Jugendlichen aus anderen europäischen Ländern. Also ein Kennenlernen, von ein Miteinanderlernen, ein gemeinsames Reflektieren über Positionen, das, was wir eben auch schon besprochen haben, Ambiguitätstoleranz, Konfliktfähigkeit, all diese Dinge in der Praxis auszuprobieren, das ist dann sowohl ein Erleben von internationalem Jugendaustausch, aber gleichzeitig eben das Politische daran nicht aus dem Blick verlieren, sondern sich auseinandersetzen mit auch den Krisen, den Konflikten, die Europa prägen und mit dem Diskurs, der eben auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Und wenn es bei mehr Menschen, als es jetzt passiert, dieses Bewusstsein gibt, dann entsteht gleichzeitig ja auch langfristig, auch für die zukünftige Generation, eine europäische Öffentlichkeit aus eben all diesem Bewusstsein zusammen. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt mehrere Wortmeldungen hier in der Runde. Ich würde bitten, kurze Statements, weil ich noch ein paar Publikumsfragen unbedingt einspielen möchte. Ja, ich würde diese Europa-Debatte, die ich ganz wichtig finde, mit der Debatte, die wir vorher hatten, auch nochmal verbinden. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Transformation. Auf europäisch heißt das Green Deal. Und da gibt es auch viele gute Elemente, was Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft etc. angeht. Aber ich denke, was auch wichtig ist und wo man auch ehrlich sein muss, es wird auch Verlierer geben bei diesen Transformationsprozessen. In den Braunkohlerevieren in Deutschland und anderswo werden Leute ausscheiden. Vermutlich auch im Bereich der Automobilindustrie wird es gewisse Arbeitsplatzverluste geben. Und diese Leute mitzunehmen im Sinne der Solidarität, jetzt auch nicht nur international, sondern mit diesen Bevölkerungsgruppen, die von Transformationsprozessen besonders betroffen sind, das ist, glaube ich, auch eine wichtige europäische Aufgabe. Das ist auch eine Bildungsaufgabe. Und wir sehen, dass das hier und da überhaupt nicht funktioniert hat. Wenn man sich den Brexit anguckt, wer hat da dafür abgestimmt, Großbritannien rauszubringen? Das waren die Verlierer von Transformationsprozessen, die in Großbritannien mit neoliberaler Logik zum Teil sehr hart und wenig abgefedert wurden. Und die jungen Leute, die sich für Europa einbringen wollen, waren am Ende in der Minderheit und sehen sich jetzt ihrer Zukunftschancen beraubt. Also da müssen wir schon alle mitnehmen und wir müssen eben diese soziale Dimension immer mitdenken. Ja. Herr Krüger, Sie hatten auch. Ja, ich wollte den Begriff europäische Öffentlichkeit problematisieren, weil ich glaube, wir benutzen ihn immer im Singular, aber er ist eigentlich wahrscheinlich nur im Plural zu haben. Also wenn man sich anguckt, solche Angebote wie Babel, Café Babel oder syndicate.org oder ein Angebot der Bundeszentrale eurotopics.net. Das sind alles europäische Öffentlichkeiten für Privilegierte. Und wir haben sozusagen die Situation, dass eigentlich Öffentlichkeit insgesamt vor dem Hintergrund eines zusammenwachsenden Mediengeflechts die Rolle mit den Medien tauscht. Das heißt, die Öffentlichkeit, die wir bisher hatten, ist Vergangenheit und wird abgelöst durch Teilöffentlichkeiten. Währenddessen die Medien, die unterschiedliche Kanäle bedient haben, konvergent werden, durchlässig werden und zu einem großen Ganzen verschmelzen. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Befund, weil der deutlich macht, dass Öffentlichkeit, so wie sie
bisher gedacht hat, eben anders funktioniert, Teilöffentlichkeiten entstehen, die aber durchaus transnational funktionieren können oder transkulturell funktionieren können. Und deshalb, finde ich, gehört es dazu, durchzubuchstabieren, wie für die verschiedenen Teilöffentlichkeiten eine, wenn man so will, entgrenzte mediale Erfahrung organisiert werden kann. Das ist meine Hypothese. Ich bin Anhänger der europäischen Öffentlichkeit, glaube aber, dass die nur noch im Plural zu haben ist. Danke, Herr Fuchs. Ich glaube, dass europäische Öffentlichkeit, ich benutze jetzt dennoch den Singular, im Sinne eines gemeinsamen europäischen Raums, der Debatte, des Austauschs, der Meinungsbildung, das wird befördert in Krisensituationen. Es waren eigentlich immer, ob das die Terroranschläge waren in London, in Paris, in anderen Städten, die Finanzkrise von 2008 folgende, die Flüchtlingskrise 2015, wo man eben auch gesehen hat, es gibt sehr unterschiedliche Antworten auf gemeinsame Herausforderungen. Das gehört auch zu dieser europäischen Öffentlichkeit. Das ist nicht Einstimmigkeit. Und jetzt vielleicht Klimawandel und Green Deal. Ja, also wir brauchen europäische Projekte, die auf gemeinsame Herausforderungen gemeinsame Antworten suchen. Und darüber entsteht, glaube ich, dieser gemeinsame politische Raum. Danke. Jetzt, Frau Fröhlich, Sie wollen, oder? Wir kommen mit einer Publikumsfrage, glaube ich, zu Ihnen. Dirk, bist du da? Ja, eine Sekunde. Super. Die Publikumsfrage ist, wie kann autoritären Repressalien in einigen osteuropäischen Ländern entgegengewirkt werden? Und was bedeutet sie eigentlich für die Zukunft der EU? Spielt sie auch einmal gerade groß rein? Mhm. Sollen wir versuchen, das zu bundeln mit einer zweiten Frage? Gibt es irgendwas anderes, was da in einem... Ja, und dann haben wir zwei Fragen, die Richtung Transformation der Nachhaltigkeit unserer Demokratie. Sind Demokratien generell auf kurzfristig angelegt oder bieten sie im Gegensatz zu autoritären Ansätzen gerade ein einzigartiges Potenzial für Nachhaltigkeit? Aha, okay. Ich glaube, okay, da wir leider nicht mehr viel Zeit haben, gehe ich gleich zu Frau Fröhlich mit der autoritären Frage, aber vielleicht auch mit der Frage Demokratie und Resilienz. Sicherlich könnte man hier zu lang antworten, was nicht gewünscht ist und nicht passend wäre. Deswegen entschuldigen Sie bitte die Begrenztheit der Antwort. Ich versuche sie anzuschließen an das, was wir zuvor diskutierten. Denn es hängt natürlich zusammen. Europäische Solidarität, europäische Öffentlichkeit, europäische Demokratie. Sie bedingen sich, diese Phänomene, und sind in den Nationalstaaten gedacht höchst unterschiedlich. Eine mögliche Antwort, die wir versuchen mit voranzubringen beim Progressiven Zentrum, nennen wir derzeit European Hub for Civic Engagement. Wir sprechen dabei über eine digitale Plattform, auf der sich europäische Zivilgesellschaften treffen können und austauschen können. Der Ursprungsgedanke, um diese Plattform voranzubringen, war das Phänomen von Shrinking Spaces, also der verengten Handlungsspielräume, die es in einigen Gesellschaften in Europa mittlerweile auch gibt. Wenn Zivilgesellschaften unter Druck kommen, zunehmend weniger Ressourcen bekommen, vor allen Dingen bedingt durch den Staat, spricht man von Shrinking Spaces, verengten Handlungsräumen. Ausgehend von dieser Beobachtung haben wir gesagt, es braucht eine europäische Plattform, eine europäische Gesellschaft, die füreinander da ist und sich stärkt, weil kritische Zivilgesellschaft einer der wertvollsten Ressourcen Europas ist und gefüttert werden muss, auch wenn der Nationalstaat nicht mehr da ist. Nun kommt aber von dieser düsteren Ausgangssituation kommend auch eine positive Vision mit rein für diesen European Hub. Und das schließt daran an, über das wir eben sprachen, nämlich das politische Ziel europäische Demokratie, Integration und Solidarität. Ich habe da immer Hannah Arendt mit ihrem Wagnis der Öffentlichkeit im Kopf, die von einem Faden spricht, den man ins Netz der Beziehung schlagen soll. In diesem Sinne, ich wünsche mir, dass wir mehr Öffentlichkeit wagen, mehr Zukunft wagen und das europäisch und gemeinsam. Danke sehr. Dirk, gibt es da eine oder zwei andere Fragen, die sich eignen für relativ kurze Antworten? Ja, es gibt eine Frage direkt an Herrn Krüger und Herrn Pohl. Ist, welche Rolle eigentlich die politische Bildung, um wirkliche Nachhaltigkeit zu erreichen, spielen muss? Müssen wir nicht alle Verantwortung neu lernen? Mhm. Herr Krüger? Herr Pohl zuerst. Gut.
Ja, Herr Krüger hat das ja eben schon angesprochen, dass das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung sicherlich ein Thema ist, wo es noch Potenziale gibt. Letztendlich geht es darum, was ganz am Anfang unserer Diskussion war, Handlungsfähigkeit zu erreichen, dass jede Person in ihrem eigenen Umfeld, in den Entscheidungsprozessen, die sie hat, eben nicht diese Shrinking Spaces hat, sondern Handlungsoptionen sich schafft. Das geht um den persönlichen Konsum, wo jeder gewisse Hebel hat. Das sind keine Hebel, die jetzt uns zur Klimaneutralität unmittelbar bringen. Da brauchen wir noch ein paar andere strukturelle und technologische Veränderungen. Aber trotzdem kann jede und jeder einen gewissen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und da kann die formale Bildung, da kann aber auch gerade die Bildung außerhalb der formalen Systeme, die Herr Krüger eben auch angesprochen hat, eine wichtige Rolle spielen. Da geht es auch sowas wie um Peer-Learning. Wir sehen eben, dass das, was jetzt als politische Bewegung um Fridays for Future entstanden ist, natürlich auch in diesen Fragen, was sind unsere Zukunftsentscheidungen, wirklich etwas vorlebt, was dann auch andere motiviert, das nachzumachen. Und insofern sehe ich Nachhaltigkeit und politische Bildung wirklich in einem engen Zusammenhang. Also mit Blick auf Bildung für eine nachhaltige Gesellschaft hat Professor Dehaan ja vom Begriff der Gestaltungskompetenz gesprochen. Und das wirft ein bisschen ein Licht auf das Selbstverständnis politischer Bildung insgesamt. Nach dem Beutelsbacher Konsens geht es in der überparteilichen politischen Bildung immer um Kontroversität, um das Überwältigungsverbot und eben um die Analysefähigkeit, die eigene Urteilsbildung. Und ich glaube sozusagen, dass ein Aspekt bei diesem dritten Satz des Beutelsbacher Konsenses, nämlich der Urteilsbildung, der Analysefähigkeit, neu in den Blick kommen muss, nämlich der Link in die Praxis, in den Lebensraum, den wir selber alle mitgestalten. Das heißt, politische Bildung ist nicht etwas, was nur reflektiert und analysiert, sondern ist letztendlich reicht herein bis in die Veränderung von Lebensrealität. Und da denke ich sozusagen, ist dieser Begriff der Gestaltungskompetenz als Ergänzung zu dem bisherigen Selbstverständnis der politischen Bildung ein wichtiger Anstoß, weil er eben deutlich macht, politische Bildung hat einen praktischen Anspruch und bleibt nicht im theoretischen Feld hängen. Dirk, wir hatten die Idee, wir haben, soweit ich weiß, jetzt nur noch ein paar Minuten, und wir hatten die Idee, dass wir unsere Online-Publikum noch einmal bitten, uns sozusagen zusammenzufassen, was für sie das Wichtigste sei und was sie auch Nisi auf den Weg geben möchten. Und deswegen würde ich bitten, du hast das, glaube ich, formuliert als Frage, dass wir das vielleicht einmal, oh, da passiert schon. Gut. Es ist die Teilnehmer waren schon im Vorauseilenden, haben sie auch weitergeklickt und auf die letzte Frage, genau, was ist es? Es ist jetzt die Auftaktveranstaltung gewesen. Was wollen uns die Teilnehmer alle mitgeben auf die Reise für die nächsten Monate bis zur großen Konferenz? Und ich sage dem Online-Publikum, falls Sie noch nicht hier irgendwas beigetragen haben, bitte tun Sie das noch, weil Sie sehen, es gestaltet sich weiterhin. Und wir sind sehr gespannt, was Sie jetzt wichtig finden für die kommenden Monate bis zur großen Konferenz im November, was Nisi vielleicht auf den Weg mitnehmen soll und dann im November eben auch wieder in die Debatte gibt. Und hier haben wir reale Gestaltungsfreiraum, Schule 98% kognitiv, Talk More About Europe. Keep up the good mood. Okay, that's nice. Schön, dass wir auch ein paar englische Stimmen dabei haben. Sensibilität und Mut, reale Konfliktraum, sehr wichtig. Das hatten wir gehört ganz am Anfang. Die Fähigkeit zum Konflikt ist auch ein Teil von Wirkungsfähigkeit, von Agency. Medienbildung auch jetzt dabei. Nächstes Mal mehr internationale Speaker ist gewollt. Stimmt, wir sind ein bisschen limitiert.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wer kann in Corona-Zeit hier physisch präsent sein. Das limitiert schon natürlich die Teilnahme. Aber wir hatten unsere zwei Gäste aus Essen, die hoffentlich noch bei uns sind. Denn jetzt möchte ich langsam alle Teilnehmer hier in der Runde bei uns in Berlin, aber auch Sie in Essen, liebe Frau Kaiser, liebe Frau Hecht, herzlich danken für Ihre Teilnahme an diesem sehr spannenden Gespräch. Und wir hoffen sehr, dass wir uns alle im November auch wirklich analog treffen können, auch Sie vielleicht beim NISI, bei der Konferenz 5. bis 7. November. Also herzlichen Dank an Sie alle und ich danke Ihnen sehr im Publikum, im Streaming-Publikum, dass Sie bei uns geblieben sind in diesen sehr intensiven zwei Stunden, dass Sie uns Ihre Fragen geschickt haben und dass Sie auch so gut mitgebracht haben bei den Fragen an Sie. Und auch ein ganz lieben Dank an den Co-Moderator Dirk. Vielleicht sehen wir ihn noch einmal, dass Sie uns als Sherpa so gut durchgeführt haben bei den Online-Beiträgen. Also vielen herzlichen Dank. Ich wünsche allen, da ist Dirk. Tschüss Dirk und tschüss auch an das Online-Publikum. Ich hoffe, bis bald. Auf Wiedersehen.